Liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, als Václav Havel 1991 in seinen Sommermeditationen über die Revolution den neuen tschechoslowakischen Staat reflektierte, spielten die Erfahrungen der Zivilgesellschaft, sich für den Wandel stark zu machen, eine entscheidende Rolle. Havel, zu dieser Zeit Präsident der neu entstandenen Republik, war ein leidenschaftlicher Befürworter des Bürgerprinzips, wie er es nannte. Dieses Bürgerprinzip, so sagte er, wird heute häufig als Widerspruch zum nationalen Prinzip gesehen, als ob es eine Schicht unseres Zuhauses übersehe oder unterdrücke, die von unserer nationalen Zugehörigkeit gebildet wird. Ich bin für das Bürgerprinzip, gerade weil es dem Menschen am besten ermöglicht, mit sich selbst sich zu identifizieren und sich selbst in allen seinen Schichten der Zugehörigkeit zu seinem Zuhause zu verwirklichen, Freude an allem zu haben, was zu seiner Lebenswelt gehört und nicht nur an einem Teil davon. Mit dem Blick auf Bosnien-Herzegowina können wir das Wort national gerade durch das Wort ethnisch oder ethnonational ersetzen und schon sind wir inmitten dessen, was Václav Havel gemeint hat und was bis heute die Gesellschaften in den Ländern des Balkans behindert, besonders aber im fragilsten aller Staaten in Bosnien-Herzegowina. Die aus Jugoslawien hervorgegangenen Staaten sind nicht wie die anderen bis 89, 90 unter kommunistischer Herrschaft stehenden Länder in einem friedlich-revolutionären Prozess in ein demokratisches Gemeinwesen übergegangen, sondern in blutige ethnopolitische Auseinandersetzungen geraten. Diese Nachwirkungen sind bis heute heftig und sie werden auf grausame Weise wieder aufgewirbelt im Nationalwahn des russischen Angriffs auf die Ukraine, die gerade auf dem Weg war, eine solche Bürgergesellschaft, wie von Václav Havel beschrieben zu werden. Herzlich willkommen Ihnen allen zum Bosnien-Forum. Willkommen heißen möchte ich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Manuel Sarrazin als Westbalkan-Beauftragten des Bundestages. Ich möchte die Vertreter und Vertreterinnen der Europäischen Kommission begrüßen und Herrn Christian Schmidt, den hohen Repräsentanten, der zumindest virtuell bei uns sein wird. Ganz besonders darf ich aber auch alle begrüßen, die aus Bosnien-Herzegowina und der Region gekommen sind, insbesondere die West Balkan Strategy Group der Heinrich-Böll-Stiftung, die seit einigen Jahren all diese wichtigen Fragen miteinander streitbar durchdiskutiert. Herzlichen Dank an Christian Hagemann und Viktoria Palm von der Südosteuropa-Gesellschaft für die gute Zusammenarbeit und die Vorbereitung. Und ich meinerseits möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei unserem Südosteuropa-Team Walter Kaufmann, Katja Giebel und Gudrun Fischer. Letztere hat über viele, viele Jahre die Bosnien-Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung begleitet und nach oben gehoben und Kontakte gepflegt und war der gute Geist in all diesen Beziehungen und Netzwerken, die heute existieren und lebendig sind. Vor 30 Jahren begann der erste Krieg in Europa nach 1945, ein ethnopolitischer Vertreibungs- und Vernichtungskrieg. Ich muss das hier niemandem sagen. Seine unmenschlichen Tiefpunkte in der jahrelangen Besatzung Sarajevos und im Genozid von Srebrenica. Auch vor 30 Jahren wurde so gesprochen wie heute nach Butscha. Die Gewalt in Bosnien war ein Realitätsschock, offensichtlich mit wenig nachhaltiger Wirkung. Sicherheit bedeutet das Zusammenwirken von wirksamen militärischen und zivilem Schutz gegen Angriffs- und Vernichtungsfeldzüge. Das muss vorbereitet sein, auch das Militärische. Dem Völkerrecht muss zur Durchsetzung verholfen werden. Mit Ethnonationalisten ist keine Zukunft zu gewinnen, auch heute nicht. Und die Länder des Balkans brauchen eine klare Perspektive in Europa, in der Europäischen Union. Denn das war das Versprechen von Thessaloniki 2003.
Zwei der Länder sind aufgenommen worden oder sind heute Mitglied der Europäischen Union, Slowenien und Kroatien. Aber dieser Prozess für die WB6 braucht Ernsthaftigkeit, er braucht Entschlossenheit, er braucht wirkungsvolles Auftreten der EU-Institutionen und keine Duldsamkeit gegenüber den ethnopolitischen Führungsklicken. Was wir sehen, ist eine uneinige Europäische Union, die mit der Schwierigkeit der Reformen derselben Union im Inneren einhergeht. Fünf Staaten erkennen das Kosovo nicht an. Die Visa-Liberalisierung scheitert am Widerstand von Frankreich und Niederlanden. Andere EU-Mitglieder nutzen ihr Vetorecht. Wir kennen das alles, diskutieren das im Einzelnen. Bilaterale Streitigkeiten mit den Beitrittskandidaten können nicht der Grund sein, diesen geopolitischen Raum in dem Vakuum zu lassen, das gefährlich ist, gefährlich für uns alle. In Bosnien-Herzegowina dominieren auch 30 Jahre später nationalistische Politiker, allem voran Dodik aus der Republika Srpska und der HDZ-Politiker Kovic aus Herzegbosna mit ihren Sezessionsdrohungen und nationalistisch-völkischen Parolen. Sie setzen die Agenda und bestimmen die öffentliche Diskussion. Das ist schlecht. Mit ihrer Politik der kollektiven Angstmache stützen sie sich gegenseitig, sichern so ihre Macht, ihren Zugriff auf die politischen, wirtschaftlichen Ressourcen des Landes. Und 30 Jahre später herrscht nach Wahrnehmung vieler, vor allen Dingen derjenigen, die die Bürgergesellschaft konstituieren, eine ähnliche Stimmung wie im April 1992. Statt stark und eindeutig Impulse und Signale aus der demokratischen Gesellschaft zu unterstützen, versuchen Emissäre aus den Vereinigten Staaten und der EU bisweilen noch immer politische Fortschritte durch Deals mit den Anführern der nationalistischen Parteien zu erzielen, an den legitimierten staatlichen Institutionen vorbei. Die Gemeinschaft, die internationale Gemeinschaft wirkt wie gelähmt. Durch den Krieg in der Ukraine potenziert sich dieses Gefühl durch den offenen Widerstand Russlands und der mit ihm Verbündeten gegen Reform und Integration durch massive Desinformationskampagnen und das Unterminieren der internationalen Organisationen durch genau diese Kreise befeuert. Dennoch setzen wir heute am 30. Jahrestag des Kriegsbeginns auf einen entschiedenen Neustart der deutschen und europäischen Politik und organisieren gemeinsam mit der Südosteuropa-Gesellschaft, deren Präsident Manuel Sarrazin eben nun auch begrüßt, habe ich ihn schon, Beauftragter für den Westbalkan der Bundesregierung ist, dieses Bosnien-Forum, wir werden zusammen sein bis zum Abend, das wird soll ein Auftakt sein, ein Aufmerksamkeit setzen auf dieses Thema. Denn die verkündete Zeitenwende, wo, wenn nicht auf dem Westbalkan, wo wir als Deutsche, als Europäerinnen und Europäer wirklich Einfluss haben, könnte sie wirken, könnte sie Gestalt gewinnen, diese Zeitenwende der deutschen und europäischen Politik. Jetzt muss unsere Aufmerksamkeit sich auf den Westbalkan richten. Wir müssen das vorhandene Zeitfenster, das vielleicht 2, 2,5 Jahre offen sein wird. Eine Bundesregierung haben wir, die deutsche Fortschritte bei der EU-Integration des Westbalkans in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat. Wir haben eine Außenministerin, die sich in ihrem Studium persönlich mit dem Leiden von Frauen im Bosnienkrieg beschäftigt hat. Wir haben eine US-Administration, gerade noch, die mit der Europäischen Union eng auf dem Westbalkan zusammenarbeiten will. Und wir haben durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hoffentlich eine gewachsene Einsicht, dass wir Zonen eines sicherheitspolitischen Vakuums in unserer direkten Nachbarschaft auf dem europäischen Kontinent nicht zulassen dürfen. Alles dies sind im Moment Elemente eines Open Window, eines Window of Opportunity, dessen Füllung Thema heute sein wird in den unterschiedlichen Panels. Wir wollen natürlich vor allen Dingen die Bosnierinnen und Bosnier selbst zur Sprache kommen lassen, ihre vielen Initiativen, das Land von innen zu erneuern. Und wir wollen
ihnen unsere politische, materielle und auch sonstige intellektuelle Unterstützung zukommen lassen. Wir wollen ihre Erwartungen auch an unsere Politik hören, die sich eng mit unseren bosnischen Partnerinnen und Partnern aus der demokratischen Zivilgesellschaft beraten sollte. Ich wünsche uns allen ein fruchtbares Bosnien-Forum, einen Tag, der uns inspiriert und der uns trotz dieser wirklich verhängnisvollen Situation, in der wir uns globalpolitisch befinden, der uns stark macht, auch das zu tun, an den Orten zu handeln, an denen wir handeln können. Vielen Dank. Und jetzt habe ich die Ehre und die Freude, an Manuel Sarrazin übergeben zu dürfen. Ja, vielen Dank, Ellen. Ich möchte auch ganz herzlich zur Begrüßung als Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft ein paar Worte sagen. Vielleicht für diejenigen, die online zugucken, das ist hier eine sehr interessante Raumsituation, weil von diesem Redepult aus guckt man alle mit dem Rücken an. Also sozusagen, manche drehen sich extra um, aber sozusagen rauszufinden in den Gesichtern, ob man gerade total langweilig ist oder es mega spannend ist, was man sagt, ist fast unmöglich. Außer den Kollegen Ahmetovic, den sehe ich da hinten, der kann es mit seinem, jetzt lächelt er gerade, sehen. Ich glaube, dass wir heute in einer besonderen Situation sind. Es ist ein besonderes Datum und es ist aber auch eine Veranstaltung, die von zwei sehr unterschiedlichen und doch zwei sehr ähnlichen Organisationen gebaut worden ist. Zum einen ist die Südosteuropa-Gesellschaft dadurch besonders, dass alle demokratischen Parteien, Fraktionen in ihr präsent sind und sozusagen wir sowas wie der breite Bogen der deutschen Politik in Südosteuropa auch auf dem Westbalkan sind. Während die Heinrich-Böll-Stiftung ja grün-nah ist, nicht grün, sondern grün-nah, das darf man auch nicht verwechseln, durchaus ihr eigenen Kopf und auch ihr eigenes Herz hat, dennoch. Und gleichzeitig ist es eine Stärke der Heinrich-Böll-Stiftung und ich glaube auch der Südosteuropa-Gesellschaft, ein Ort zu sein, wo Zivilgesellschaft mit Politik zusammenkommt, Zivilgesellschaft sich untereinander trifft und wo das, was Ellen Überscher gerade als Bürgergesellschaft benannt hat, auch stattfindet, nämlich dass man einen besonderen Blick auf die Zivilgesellschaft der Region hat. Und deswegen, glaube ich, passt das sehr gut zusammen. Und dass wir hier in den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung heute sein dürfen und gleich zu Beginn ein Panel haben, was ja, interfraktionell aufgestellt ist mit den Kolleginnen des Deutschen Bundestags, auch mit Christian Schmidt, der lange Jahre, ich glaube, gefühlte Jahrhunderte Mitglied des Deutschen Bundestags war und auch Kabinettsmitglied, aber auch mit Vertreterin der EU-Kommission und natürlich auch später das zweite Panel mit Susanne Schütz, der Botschafterin aus dem Auswärtigen Amt und der Beauftragten für Südosteuropa, zeigt, dass wir beides zusammengebracht haben. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, an Walter Kaufmann, an Ellen Überscher, an das ganze Team für die Zusammenarbeit und das Management des Chaos, was in den letzten Tagen über diese Veranstaltung auch ein bisschen hereingebrochen ist. Vielen herzlichen Dank und schön, dass wir zusammen sein können. Dass es so ein bisschen Chaos gab, liegt an einer guten Nachricht, nämlich dass der Bundestag heute zeigt, dass es nicht nur ein Schnack ist sozusagen der Bundesregierung, dass man sich mehr um die Region kümmern will, sondern dass es auch aus vielen Fraktionen Abgeordnete gibt, die das im Bundestag vorantreiben wollen. Es gibt gleich eine Debatte im Deutschen Bundestag anlässlich des 6. April. Und die Umstellungen der Veranstaltungen haben sozusagen eine gute Nachricht. Wenn Veranstaltungen wie diese vom Chaos einer Plenarwoche des Deutschen Bundestags erfasst werden, heißt das, dass sie nicht irrelevant sind im parlamentarischen Raum. Und insofern sind die schlechten Nachrichten für die Organisatoren politisch gute Nachrichten. 6. April ist das Datum, was die Kolleginnen und Kollegen der Abgeordnetenfraktionen der Bundestagsfraktionen ausgesucht haben. Es ist der 30. Jahrestag des Beginns des Krieges in Bosnien und gleichzeitig der Tag der Befreiung Sarajevos im Zweiten Weltkrieg. Und Ellen Überscher hat es gerade schon angesprochen, dass wir gleichzeitig diese grausamen Kriegsverbrechen so offensichtlich vor Augen geführt bekommen haben durch die Rückeroberung von Ortschaften in der Ukraine durch das ukrainische Militär, was vielleicht nicht so richtig im Plan der russischen Seite war, dass wir diese Beweise auch so offensichtlich vor Augen geführt kriegen würden, zeigt uns doch, dass vielleicht Europa nicht genügend gelernt hat aus dem, was in Sarajevo passiert ist, was mit Srebrenica, mit Sarajevo verbunden wird,
was sicherlich noch mehr Bezüge in der Region hat. Und hier in Deutschland wird uns nun schwärzlich wieder bewusst, dass es keine Relikte der Vergangenheit sind, aber auch wenn man mit Menschen in der Region spricht, dann merkt man, dass viele einem davon erzählen, dass sie schlecht schlafen, dass sie nachts aufwachen, dass sie sich an ihre eigenen Erinnerungen und Erfahrungen erinnern. Und fatalerweise erzählen das verschiedene Menschen aus der Region, aber verbinden das mit unterschiedlichen Erinnerungen, mit unterschiedlichen Perzeptionen von Leid, der Geschichte der Kriege im ehemaligen Jugoslawien, was vielleicht auch zeigt, wie groß die Aufgabe ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch über die Geschichte reden und die Erinnerung an diesen Krieg wachhalten und nicht so versuchen, den Krieg auszublenden, auch wenn es immer wieder das Argument gibt, nach vorne zu schauen. Ich bin Historiker, wie viele wissen. Ich glaube, dass man nur ein Ausblenden nicht dazu führen wird, dass man die Zukunft gewinnen kann, wenn man nicht auch weiß, wo man hergekommen ist. Ich möchte, dass wir heute darüber sprechen, inwieweit der Jahrestag, aber vielleicht auch die Situation in der Ukraine, der Krieg, der neu größer gewordene große Invasionskrieg in der Ukraine, ein Wendepunkt auch für die deutsche Politik auf dem Westbalkan sein kann. Ich sage bewusst, so komisch das, weil der Krieg seit 8 Jahren in der Ukraine herrscht, die groß angelegte Invasion der Russischen Föderation das Neue ist. Bisher ist mein Eindruck, dass viele Akteure in der Region, aber auch bei uns, sagen Zeitenwende und dann sagt jeder und jede doch ein bisschen das, was man immer schon gesagt und behauptet hat. Und vielleicht kann dieses Bosnien-Forum einer der Startpunkte sein, auch neue Antworten zu finden, neue Gemeinsamkeiten oder auch eine neue Ehrlichkeit bei Unterschieden zu finden, um tatsächlich auch ein neuer Startpunkt zu werden. Als Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft bin ich sehr interessiert an genau diesem Mix, an den Einschätzungen und Perspektiven aus der Region, sowie auch den Erwartungen der bosnischen Zivilgesellschaft an die neue Bundesregierung, als auch natürlich das, was unsere Abgeordneten zu sagen haben. Das interessiert mich natürlich auch in der Doppelfunktion. Und ich freue mich dann, dass wir gleich im Bundestag dazu auch etwas hören werden. Wir als Südosteuropa-Gesellschaft haben in den letzten Jahren sehr intensiv uns mit Bosnien-Herzegowina beschäftigt. Wir hatten das Gefühl, damit auch einer gesunkenen Aufmerksamkeit entgegenwirken zu müssen. Jetzt ist es so, dass alle über Bosnien und Herzegowina plötzlich wieder reden, aber nicht nur im Hinsicht von Good News und vielleicht auch nicht immer mit einem genuinen Interesse, dieses Land, diesen Nationalstaat wirklich nach vorne zu bringen. Trotzdem stimmt es mich erstmal optimistisch, dass so viele Expertinnen und auch Menschen, die Interesse haben, sich heute hier zusammengefunden haben und dass wir diese Veranstaltung physisch und digital in einem hybriden Format realisieren können. Ich kann noch gleich dazu sagen, eigentlich wollten wir, dass heute die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Löhrmann, auch dort ist, aber die wird auch gleich im Bundestag vertreten sein müssen. Deswegen gibt es sie mit einer Videobotschaft. Das sollten Sie bitte nicht als fehlendes Interesse verstehen, sondern als maximales Interesse, nämlich auch im parlamentarischen Raum die Anliegen voranzutreiben. Und wir haben dann auch im zweiten Panel Susanne Schütz dort. Ich persönlich kann sagen, dass Susanne Schütz und ich ja mindestens 2-mal die Woche intensiv reden, aber sowieso immer im engen Austausch sind. Und das gilt auch zwischen Frau Schütz, dem zuständigen Referat, zwischen mir und der Staatsministerin. Also alles, was hier gesprochen wird, wird seine Kanäle finden. Und die guten Ideen, die wir uns hier abschauen und mitnehmen und klauen wollen, die sowieso. Und insofern wünsche ich eine erfolgreiche Tagung und möchte nochmal ganz herzlich danken dem Team der Heinrich-Böll-Stiftung. Habe ich schon gedankt, ich habe jetzt das eigene Team von der Südosteuropa-Gesellschaft vergessen, natürlich auch der Geschäftsstelle mit Christian Hagemann und Viktoria Palm. Vielen herzlichen Dank. Technik bitte. Hilfe von der Technik. So, jetzt. Einen ganz wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Danke für Ihr Kommen. Wir beginnen mit dem ersten Teil des Bosnien-Forums, einer Diskussion in einem Format, das relativ neu ist, das heißt Fishbowl. Also wir hier herinnen
sitzen schon quasi in diesem Fishbowl und von außen können andere Leute dazukommen. Es gibt hier noch einen freien Platz und wenn dann die beiden Abgeordneten leider weggehen müssen, zur Debatte wird vielleicht noch mehr Platz werden. Und also ich lade Sie dazu ein, sich zu beteiligen. Wir machen zuerst eine Runde innerhalb unserer Gruppe hier und dann werde ich in der nächsten Runde Sie auch auffordern. Es soll ein Gedankenaustausch werden und es ist wirklich möglich, also ganz kurzfristig einfach auch Sachen zu sagen, sich zu Wort zu melden, Fragen zu stellen, wenn Ihnen etwas wichtig erscheint. Ich möchte mal die Runde vorstellen. Aus dem Bundestag ist hier Adis Ahmetovic von der SPD, aus der Zivilgesellschaft Samir Beheric, er ist Jugendaktivist und Doktorand an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Für die EU ist als Vertreter hier Vasilis Maragos, Referatsleiter für Bosnien-Herzegowina und Kosovo in der EU-Kommission, in der Abteilung für Erweiterungsverhandlungen. Herzlich willkommen, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ebenfalls aus dem Bundestag ist hier Boris Mijatovic von den Grünen. Herzlich willkommen. Und besonders freut uns natürlich, dass Christian Schmidt, der hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, uns hier zugeschaltet ist, zu meiner Rechten. Gekommen ist auch, und das freut mich ganz besonders, weil ich schon so lange kenne und wir uns schon so seit vielen Jahren austauschen, Daliborka Uljarevic, die Leiterin des Zentrums für politische Bildung aus Podgorica, eine ausgezeichnete Kennerin der Region. Herzlich willkommen, Daliborka. Mein Name ist Adelheid Wölfel, ich bin Südosteuropa-Korrespondentin für den Standard, lebe seit, glaube ich, mittlerweile 9 Jahren in Sarajevo und schreibe über die gesamte Region. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung von der Südosteuropa-Gesellschaft und der Böll-Stiftung. Ja, wie gesagt, die erste Runde, bleiben wir mal hier und kommen gleich in medias res. Das letzte Mal, als Herr Schmidt und ich hier in Berlin diskutiert haben, das war im vergangenen Herbst. Und ich kann mich genau erinnern, als ich zurückkam nach Sarajevo, haben mich ganz viele Leute angesprochen und gefragt, ganz normale Leute von der Straße, Leute, ich kenne Freunde, kommt jetzt der Krieg? Und das haben mich eigentlich alle gefragt. Und ich war dann doch recht erschüttert über wie stark die Angst ist und wie groß das Trauma ist. Und die Reaktionen waren unterschiedlich. Also was ist passiert? Im vergangenen Herbst hat die SNSD, also die größte bosnisch-serbische Partei unter der Führung von Milorad Dodik, begonnen, Gesetze in Gang zu bringen, die zur Sezession von der Republika Srpska führen sollen. Also es ging ganz klar um eine quasi rechtlich-politische Attacke auf die Integrität und Souveränität dieses Staates. Und die Menschen in Bosnien-Herzegowina erinnern sich sehr gut an die Zeit vor 30 Jahren, als es genau mit solchen Parolen als der Krieg begonnen hat. Und ich kann mich immer auch erinnern an diesen Herbst, wo Leute auch ihre Koffer gepackt haben aus Angst. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass ein Freund von mir zum Beispiel aus der Republika Srpska erzählt hat, dass er mit Leuten gesprochen hat, die dann gesagt hat, naja, vielleicht sollten wir uns nicht doch besser abspalten. Dann hat das doch endlich ein Ende, dieses ganze Gezerre. Und er hat dann nur gesagt, dieser Freund hat zu diesen Leuten gesagt, nein, wenn du nicht zusammenleben willst, dann musst du nach Serbien gehen. Hier in Bosnien, hier leben wir zusammen. Aber auch da hat man auch die Irritationen gesehen und wie nahe dieses Thema ist. Ja, wir sind alle vom Krieg in der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt, aber diese Bilder, die uns erreichen, erinnern wirklich ganz viele Menschen in Bosnien an die eigenen Erfahrungen. Und ich möchte gleich zu Beginn den Herrn Ahmetovic bitten, dass er uns was dazu sagt, was er denkt, wie man diese gefährliche Entwicklung aufhalten soll. Also es geht ganz konkret um diese Gesetze,
die DODIC und die SNSD in Gang gebracht haben. Es geht darum, dass eigene Institutionen gegründet werden sollen. Es geht darum, dass, verfassungswidrigerweise Staatsbesitz in das Eigentum der Republika Srpska übergeben werden soll. Was sollen wir machen? Was ist zu tun? Bitte. So, jetzt hört man mich. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier sein zu dürfen. Ich habe das vorhin auch schon zur Heinrich-Böll-Stiftung persönlich gesagt, dass ich es toll finde und auch ein sehr, sehr starkes Signal, dass ich als Sozialdemokrat zu dieser Veranstaltung auch mit eingeladen worden bin, auch wenn die Heinrich-Böll-Stiftung grün ist, aber nicht grün parteipolitisch organisiert ist, sondern wirklich dieses Thema aufgreift. Und ich finde das wirklich toll, dass es dieses BIH-Forum heute hier gibt. Wie Sie, ihr alle wisst, bin ich seit 2 Monaten ungefähr im Auswärtigen Ausschuss, habe dort die Hauptberichterstattung für den westlichen Balkan meiner Fraktion, der SPD-Fraktion, übernommen. Und in einer Zeit, wo es eigentlich nicht dringlich hätte sein können. Als ich gesagt habe, ich gehe in den Auswärtigen Ausschuss, wollte ich mir eigentlich nicht diesen Schuh anziehen und Balkanpolitik machen, weil ich selbst diesen Background habe. Und ich hatte keinen Bock auf diesen Stempel, auf dieses Stigma. Aber irgendwie, es gibt ein bosnisches Wort, das heißt Sudbina, Schicksal, bin ich jetzt in eine Zeit in den Deutschen Bundestag gekommen mit 28 Jahren, wo vor 30 Jahren meine Eltern aus dem Krieg geflohen sind. Und jetzt erleben wir alle so ein Déjà-vu, persönlich wie auch politisch, auf nationaler Ebene, aber auf europäischer und internationaler Ebene, wo wir uns intensiv mit Bosnien-Herzegowina beschäftigen müssen. Schon vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben, glaube ich, die ganzen Signale, die uns erreicht haben aus Bosnien-Herzegowina, egal aus welcher Entität, hätten uns dazu verleiten müssen, als Bundesregierung, als Parlament, aber auch als Europäische Kommission und Parlament in unterschiedlichen Situation schon einzugreifen, haben wir aber nicht mit Entschlossenheit, sondern der Krieg, ein brutaler Krieg oder eine noch viel größere Invasion hat jetzt dazu geführt, dass wir dieses Thema ganz weit oben auf der Agenda haben. Und das ist keine Kritik an den hohen Repräsentanten, der seit vielen Monaten darauf hinweist und mit mir auch Gespräche geführt hat, sondern das ist eine Kritik, die ich selbst formuliere an meine Fraktion beispielsweise. Weil Bosnien-Herzegowina in der deutschen und auch in der europäischen Außenpolitik eine viel zu kleine Rolle gespielt hat. Und die Dinge, wenn man auf Bosnien-Herzegowina blickt, sind eigentlich ganz leicht in der Lösung. Es gibt Instrumentarien. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Frau Wölfel. Es gibt eine Verfassung. Und was passiert in einem demokratischen Staat, der vernünftig ausgebaut ist mit einem Rechtsstaat, wie die Bundesrepublik Deutschland, wenn man als Organisation, als Parlament oder als Institution gegen die Verfassung verstößt. Es gibt ein Gericht und es gibt genug Instrumente, die man ziehen kann, um solche Entscheidungen zurückzuziehen oder wenn diese Parteien oder diese Organisation nicht in der Lage sind, dies zu tun oder es nicht wollen, dass man sie von der politischen Szene nimmt. Und diese Instrumente gibt es auch in Bosnien-Herzegowina, wenn man sie wirklich entschlossen und geschlossen ziehen will. Auf der einen Seite hat die Möglichkeit der hohe Repräsentanten, auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit über das EU-Parlament bzw. über die Kommission und über andere, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, auch Druck auszuüben. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren, vor allem seit 2010, seit 12 Jahren, merkt man, dass es ein Rollback in Bosnien-Herzegowina gibt, was die Entwicklung angeht, was die Demokratisierung angeht, muss man als demokratischer Staat, müssen wir als demokratische Staaten in ganz Europa an Entschlossenheit zurückgewinnen. Wir müssen als demokratische Kräfte endlich in der Lage sein zu sagen, wenn jemand antidemokratisch handelt, wenn jemand verfassungswidrig handelt, wenn jemand antieuropäisch handelt, dann bekommt er die entsprechende Antwort. Entschlossen und konsequent. Und das sind Dinge, die in der Geschichte in Bosnien-Herzegowina schon mal passiert sind. Der hohe Repräsentant hat unterschiedliche Möglichkeiten. Aber er alleine kann es nicht nur machen, sondern braucht auch Rückendeckung. Er braucht also eine deutsche Bundesregierung, die ihm sagt, hier, wir unterstützen dich, wir stehen hinter dir. Und dass man einen Präsidenten dann von der Macht, wie gesagt, dass man ihm die Macht entzieht und dass man sagt, das geht nicht. Und dass man klar, konsequent, politisch auch antwortet. Und letzter Punkt, vor einigen Wochen, ich glaube 3 Wochen war es, warum es so wichtig ist, die Ukraine und den Ukraine-Krieg mit Bosnien-Herzegowina zu verbinden, hat der russische Botschafter in Sarajevo öffentlich gesagt, Bosnien-Herzegowina ist ein souveräner Staat.
wir akzeptieren alle die territoriale Souveränität und Integrität dieses Staates und soll irgendwann mal EU-Mitglied werden, hat der russische Botschafter in Sarajevo gesagt, wenn sich Bosnien-Herzegowina dazu entscheiden sollte, Mitglied der NATO zu werden, kann ihnen Ähnliches widerfahren wie der Ukraine. Und wir haben, glaube ich, die letzten Jahre gelernt, dass wir Putins und Putins Regime und ein weiteres bosnisches Wort, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, Bukvalno, buchstäblich, wörtlich verstehen sollten. Und darauf sollte die EU und auch die Bundesregierung, glaube ich, sehr konsequent handeln. Ja, danke vielmals, Herr Ahmetovic. Ja, Herr Schmidt, Sie haben die Bonner Vollmachten. Weshalb haben Sie sie noch nicht eingesetzt? Ist die rote Linie überschritten worden mit dem, was die SNSD und Dodik gemacht haben, gesagt haben? Und der Herr Ahmetovic hat es ja auch gesagt, Sie brauchen ja auch Unterstützung, vor allem im Friedensimplementierungsrat. Fehlt es Ihnen an dieser Unterstützung? Vielen Dank, Frau Wölfel, für die Fragen. Ich danke auch der Heinrich-Böll-Stiftung dafür, dass Sie nicht nur mit dem Kollegen Ahmetovic einen Sozialdemokraten, sondern noch einen ausgewachsenen CSUler, jedenfalls aus früheren Zeiten, mit eingeladen hat. Aber ich glaube, uns alle eint, dass wir einen ganz konsequenten Blick auf den Westbalkan mit haben. Und bei der Befundermittlung muss ich sagen, ist richtig, ja, die internationale Gemeinschaft und auch Deutschland, Europa hat sich eigentlich nie mehr so richtig um das gekümmert. Dass wenn man nicht aufpasst, passiert sowas, wie wir das jetzt in Bosnien-Herzegowina erleben. Dieses besondere Exemplar der politischen Klasse in Bosnien-Herzegowina namens Milorad Dodik führt jetzt seit 10 Jahren die internationale Gemeinschaft an der Nase herum. Und die ist dann immer wieder froh, wenn es ein bisschen weniger, der Schmerz, wenn er nachlässt, ist man dann schon glücklich und zufrieden. Ich bin jetzt selbst, Sie merken, ich muss mich begrenzen, dass ich nicht zum Zynismus komme. Aber das ist schon wichtiger als Grundlage. Und da will ich durchaus auch sagen, weil ein Vertreter der Europäischen Union da ist, wunderbar, an der EU wird es liegen. Nur die EU muss sich von ihren eigenen Dingen verabschieden, die sie sich immer zurechtlegt. Nach dem Motto, es geht eigentlich ja auch in Bosnien-Herzegowina, wir kennen das alles, wissen das alles, nur darum, dass also die 14 Priorities erfüllt werden. Nein, das ist nicht richtig. Bosnien-Herzegowina ist ein Land, das in seiner staatlichen Struktur gefährdet ist. Da muss man auch nicht nur mit guten Zureden, sondern an Dingen arbeiten, wenn man es nicht destabilisieren will. Das ist kein Blick auf die EU allein, sondern auf uns insgesamt. Und das erfordert dann Aktion. Ich bin nach wie vor sehr zurückhaltend, was die Bonn Powers betrifft, denn jede Nutzung der Bonn Powers ist eigentlich ein Eingeständnis, dass Bosnien-Herzegowina eben noch nicht so weit ist, dass es eine eigenständige, demokratische, nachhaltige Struktur hat. Leider stellen wir im Augenblick fest, dass das in der Tat der Fall ist. Ich will nochmal auf die EU zurückkommen. Die hat einen hervorragenden Bericht vor 4 Jahren über die Rechtsstaatlichkeit gemacht, den sogenannten Pribe-Bericht, aus dem, soweit ich das sehe, mit wenigen Ausnahmen bisher nichts, aber auch gar nichts umgesetzt ist. Und das sind die Themen, die wir uns selbst auch vor den Spiegel halten müssen. Also das hohe Maß an internationaler Gemeinschaft, das in Bosnien-Herzegowina, insbesondere in Sarajevo, können Sie ja nicht über die Straße gehen, ohne dass Sie einen anderen internationalen treffen, da ist, das reicht nicht aus. Wir müssen strategisch da herangehen. Dazu gehört auch das Repressive. Ich bin ein Freund des nach vorne Gehens auch, ja. Aber der Kollege Ahmetovic, ganz gut, dass er seiner Sudbina da Folge geleistet hat, ist, dass wir handeln müssen. Ich bin gerade dabei, was die State Property, das Staatseigentum betrifft, das seit der Auflösung des ehemaligen Jugoslawien bisher immer noch ungeklärt ist und dass sich manche teilweise einfach unter den Nagel reißen, dass die aggressive Art und Weise, wie aus der Republika Srpska eine eigene Gesetzgebung gemacht werden soll, die dem Verfassungsgerichtsurteil widerspricht, die dem Dayton-Verfassung widerspricht, ja, wenn ich dann in meine Aufgaben schaue und ich sage, okay, das lasse ich einfach gewähren,
dann glaube ich, dann habe ich die Aufgaben dann nicht erfüllt. Deswegen. Was werden Sie tun? Ich habe konkret, wir warten auf morgen noch, angeblich, also bisher ist das Gesetz nicht unterschrieben, das Resepska-Gesetz. Ja. Wenn Sie, es gab viele Vorhaltungen von der EU, von uns, sagen, bitte unterschreibt es lieber nicht, ihr kriegt Ärger. Bisher haben Sie es jetzt nicht getan. Wenn Sie es unterschreiben, werde ich nicht nur darauf hinweisen, deutlich machen, dass jede Transaktion, die Investoren mit irgendeinem Staatseigentum machen und im Augenblick null entvoid ist, null und nichtig. Ich werde dazu das Gesetz, das mein Vorgänger Wolfgang Petry in diese Richtung gesprochen hat und das eigentlich nur das Verfassungsgerichtsurteil umsetzt, reaktivieren. Und solche also Fälle. Also Sie werden das für null und nichtig erklären, genau, indem Sie das reaktivieren. Okay. Und das Problem, Frau Wölfel, das wir kennen, ist, es muss exekutiert werden. Das ist ja eigentlich das Problem. Wir haben keine territoriale Sezession von Bosnien, von Republika Srpska, aber wir haben eine politische Sezession. Da sind die Tools und die Mittel, die gefunden werden müssen, noch nicht ausgereizt. Das habe ich jetzt diplomatisch gesagt. Da kann jeder fragen, was könnte ich denn dazu beitragen? Okay, aber wir können darauf setzen, dass Sie handeln werden, wenn das unterschrieben wird, dieses Gesetz, wo es um das Staatseigentum geht. Danke vielmals einstweilen. Ich möchte gleich weiterkommen zum Herrn Mijatovic. Der Herr Achmetovic hat schon erwähnt, die Rolle Russlands. Und die Rolle Russlands ist ja vor allem interessant, wenn es um die Verbindungen zwischen Milorad Dodik, Lavrov und Putin geht, also diesen direkten Draht nach Moskau. Auch die verschiedensten Wortmeldungen, die dazu gekommen sind und die Unterstützung, die von dieser Seite kommt. Es gab in den letzten Monaten immer wieder die Sorge, dass Russland ein Interesse haben könnte, auf dem Balkan zu destabilisieren, weil man damit auch ablenken kann von der Ukraine und auch Kräfte, also einfach die EU und die NATO weiter irritieren kann. Hat man Russland unterschätzt, die Rolle Russlands? Haben wir da auch zu wenig hingeschaut? Ja, ich möchte auch zunächst Dankeschön sagen an die Gastgeberinnen hier und für die Einladung sehr herzlich danken. Ich freue mich sehr, in dieser Runde zu sein. Die Frage ist natürlich einigermaßen schwierig und statt den Blick nach hinten würde ich eher den Blick auf jetzt tun. Wir haben, glaube ich, Belege dafür, dass die russische Führung von Moskau aus nicht mehr über Belgrad nach Banja Luka geht, sondern tatsächlich direkt geht und dass das dann auch von Belgrad aus nicht mehr kontrolliert wird. Das ist doch das, was in der Vergangenheit zu heute vielleicht auch einen Unterschied darstellt. Von daher muss es uns jetzt mit großer Sorge erfüllen, dass eben solche Beziehungen bestehen. Und dann wird das geopolitische Bild, was Sie da gerade gemalt haben, ein schreckliches und eines, was uns sehr besorgen muss. Von daher bin ich sehr dankbar, dass es gestern diese Meldung gab, von der Außenministerin, dass wir hier auch in der Sicherheitspolitik als Deutschland uns wieder engagieren. Das muss man ja auch so deutlich sagen. Und dass wir hier auch ein Augenmerk darauf haben, wie die Stabilität sozusagen des Landes insgesamt gewahrt werden kann. Aber es ist ja nicht nur Russland. Es sind auch die Mitzeichnerinnen Daytons, die letztlich von Kroatien und Serbien aus das Land erneut unter sich aufteilen wollen. Ich sage das jetzt mal so provokativ. Wir wollen da ja auch vielleicht ein Stück weiterkommen. Und da ist mindestens mal ein Land dabei, das Mitglied der Europäischen Union ist. Und dann müssen wir uns fragen, sind wir eigentlich stark genug aufgestellt in der Europäischen Union, unsere Werte wirklich dann auch insgesamt, wenn es Interessen gibt, zu vertreten und zu verteidigen, die vielleicht intern in politischen Debatten uns nicht auf das Konto einzahlen. Ich möchte noch was Zweites sagen, was mir sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina oder der ganzen Region. Ich bin jetzt in Belgrad gewesen auf Wahlbeobachtungsmission. Da wird Ratko Mladic an einem Wandbild gefeiert, der große Kriegsheld. Er ist ein Mörder, er ist ein Völkermörder und das muss man so deutlich sagen. Und die Aufarbeitung der Geschichte und die Geschichtsbücher sind nicht klar an dieser Stelle. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wo ich unsere Versäumnisse als Europäische Union, gerade auch Deutschlands, viel, viel größer sehe in den letzten 25 Jahren. Also von daher wäre mein Anliegen, dass wir uns in dem Bereich des Engagements gut überlegen, wie wir in der Zivilgesellschaft Kräfte stärken, die genau diese Aufklärung betreiben,
die auch solche verurteilten Kriegsverbrecher eben nicht in den Geschichtsbüchern wieder als Helden vorkommen lassen. Deswegen lassen Sie mich das noch sagen, Vorredner haben ja auch einen Moment länger gehabt. Die Ausstellung, die draußen ist, ist wirklich großartig. Ich bin sehr dankbar, dass Nicola diese mitgebracht hat und ihr vorstellt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese anzuschauen. Ich bin jetzt im Museum von Jugoslawien gewesen. Ich wünschte mir einen Kurator dort ähnlicher Qualität, weil es ist etwas, was uns interessieren muss, wie auch eine Gesellschaft medial, aber auch historisch sozusagen sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzt. Weil das ist der Grundstein, auf dem die Europäische Union gebaut ist, die Auseinandersetzung mit dem Krieg, mit den Kriegen in Europa, mit dem, was Deutschland gemacht hat. Und Erinnern ist für mich ein Kernbestandteil dessen, was wir in Bosnien-Herzegowina unbedingt stärker in den Blick nehmen und fördern sollten. Danke vielmals. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Thema Russland, Herr Beharitsch. Und zwar, Sie haben auch einen offenen Brief unterzeichnet gestern, wo es darum ging, dass man aufmerksam macht auf die Verbindungen, auf die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine auf dem Westbalkan, auf die Rolle Russlands hingewiesen wurde. Die EU hat es ja nicht zustande gebracht, Sanktionen in Bosnien zu machen gegen jene Figuren, die da diesen Staat zerstören wollen. Also in der EU gibt es da Widerstand, vor allem von Ungarn und aber auch von Kroatien. Jetzt wollte ich Sie fragen, eben noch einmal zu diesem Thema Russland. Wo sehen Sie vor allem die Gefahren in dieser Einmischung und welche Szenarien sehen Sie da? Bitte. Vielen Dank vor allem, Frau Würfel, und vielen Dank an die Organisatoren für die Einladung. Und Entschuldigung für mein Deutsch, ist nicht perfekt als Bosnisch oder Englisch. Also vor allem, meine Mutter ist eine Diabetikerin, sie hat auch einen hohen Blutdruck. Und immer wieder verfolgt sie die Nachrichten. Und immer wieder fragt sie mich, Samir, wird es da einen neuen Krieg geben? Und immer wieder sage ich ihr, um sie ein bisschen zu beruhigen, ich sage, nee, Mama, es wird gar keinen Krieg geben. Wir haben die EU, wir haben die Amerika hier und so weiter und so fort. Aber dann sie sagt, dass ich gar nicht kontern kann. Sie sagt, Samia, ich habe das im späten 80er Jahren und 90er Jahren genau dasselbe gesehen. Diese rote Fahnen habe ich damals gesehen. Damals war ich auch spät 20er Jahren, 30er Jahren, habe ich damals auch gar nicht geglaubt, dass uns die jugoslawische nationale Armee oder die Armee von Republika Srpska angegriffen wird. Und sie hat gesehen, wie sich da die Soldaten irgendwie rumlaufen. Und sie hat gemeint, nee, es wird nicht geben. Wir haben auch irgendjemanden, der uns verteidigen wird. Heute, meine Mutter sieht einen ähnlichen Szenario sozusagen, dass nicht nur von bosnischen Politikern kommt, von bosnischen Nationalisten, weil heute haben wir größere Nationalisten, als wir in 90er Jahren hatten. Wir haben eine ganze Generation von jungen Leuten, die in nationalistischen Schulen, in zwei Schulen unter einem Dach aufgewachsen sind. In Jajce haben wir solche Schulen, in Mostar 56 solche Schulen existieren in Bosnien-Herzegowina. Und heute, die Leute sehen, was Russland macht und was die EU gar nicht macht. Und das ist das Schreckliche, weil wir wissen, wozu Russland fähig ist und wir wissen, wozu die EU fähig ist und was die gar nicht machen, was die scheitern. Und was die scheitern, ist denn, die haben gescheitert, die haben die bosnisch-serbische und kroatische Nationalisten so, die haben so einen vollen Appeasement gemacht, sie machen das immer noch. Und ich würde sagen, die EU macht so eine Doppelpolitik, würde ich sagen. Auf der EU-Ebene kontern sie Russland und auf der Ebene in Bosnien-Herzegowina sind sie BFFs, Best Friends Forever, mit den Leuten, die mit Putin zusammen irgendwelche Pläne schmieden. Und das ist das Gefährliche für meine Generation, für Generationen von jungen Leuten, die in Bosnien in den nächsten Jahrzehnten leben, wohnen möchte. Und als meine Mutter das gesehen hat, dass ich hier sein wird, glücklicherweise spricht sie kein Deutsch und Englisch, also wird sie gar nicht verstehen, was ich hier sage, sondern ihr Blutdruck würde nochmal hochgehen. Sie hat mich gefragt, Samir, bitte frag den Herrn Schmidt, wird es Krieg geben? Herr Schmidt, wenn Sie mit meiner Mutter jetzt sprechen würden, was würden Sie
ihr sagen, meine Mutter und all diese Generation von Leuten, die in Bosnien Krieg gesehen haben und den gleichen Symptome, die wir heute jetzt sehen. Ich werde nicht und meine Generation wird nicht so naiv sein, deswegen wählen sie mit den Füßen und verlassen das Land. Ich gerade jetzt mache mein Doktorstudium in Bamberg in Deutschland mit einer Intention, zurück nach Bosnien zu gehen und da mein Leben zu machen. Wenn wir Krieg haben, wird das sehr, sehr schwer, sowas zu planen. Vielen Dank. Danke vielmals, Herr Beritsch. Ja, vielleicht kurze Replik vom Herrn Schmidt. Bitte, Herr Schmidt. Ja, vielen Dank, Herr Beritsch, für die völlig zutreffende Beschreibung. Ich würde sagen, Sie Ihrer Mutter, es wird keinen Krieg geben. Wieso? Weil im Umfeld um Bosnien-Herzegowina herum keiner ein Interesse daran hat, die Region und jeweils sein eigenes Land noch um 30 Jahre zurückzuwerfen, vom Leid gar nicht zu sprechen. Und wir müssen aber auch sagen, dass das nicht umsonst ist. Das heißt, wir müssen höhere Aufmerksamkeit haben. Irgendwann hat einmal mal gesagt, es reicht mir nicht mehr zur Begründung der Europäischen Union zu sagen, dass wir den Krieg verhindert haben. Hier gilt es. Wir müssen sagen, die Begründung für die Europäische Union und ihre Arbeit und für uns ist, den Krieg zu verhindern. Das heißt, wir müssen eine Form von politischer Ja-Garantie abgeben, dass der Westbalkan, Bosnien-Herzegowina, ist ein Teil der europäischen Integration. Und das heißt allerdings nicht nur schöne Reden, das heißt in der Tat, dass wir beispielsweise bei EUFOR Althea, bei der Militärmission, jetzt nicht sozusagen vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren von der Größe zuführen, aber dass wir Vertrauen bilden, stabilisieren und sichtbar sind. Deswegen Dank auch an die Bundesregierung, wenn ich da so höre, was gerade berichtet worden ist, dass man auch über entsprechendes Engagement mit nachdenkt. Da geht es nicht darum, was anzuheizen, sondern ganz im Gegenteil, Vertrauen zu schaffen. Denn die Leute, ich habe gestern mit der 32-jährigen Tochter eines der beiden Opfer, die vor 30 Jahren genau, also von der Frau Sucic, habe ich einen Kranz niedergelegt an dieser Brücke, die gerade 50 Meter von meinem Office ist. So, und die Leute, die Generation, die macht die Abstimmung mit den Füßen. In 20, 30 Jahren werden wir über die Frage, welche Rolle dieses Land in der EU spielen kann, dann nicht mehr so reden können, wenn nicht diese Brain Drain gestoppt wird. Und das kann man nur mit Stabilität, mit Rechtsstaatlichkeit und aber auch mit einer gewissen, ja, ich muss es sagen, mit einer gewissen Entschlossenheit und Entschiedenheit zu haben. Deswegen kann ich das, was Sie sagen, nur unterstreichen. Von meiner Seite aus bitte ich mir alles dazu tun, dass Ihre Mutter dann beruhigt sein kann. Okay, danke vielmals, Herr Schmidt. Ich möchte gleich weiterkommen zur Frage der Verantwortung der EU oder der Möglichkeit der EU, die der Herr Beharic ja auch angeschnitten hat. Herr Maragos, es gibt ja da mehrere Dinge. Angeschnitten wurde etwa auch das Thema, dass in den Verhandlungen immer wieder vor allem die Nachbarstaaten sich einmischen in das Schicksal der Bosnier und Herzegowina, sehr stark auch zuletzt bei den Verhandlungen über die Verfassungsreform bzw. die Wahlreform. Was die EU betrifft, ist es, wie gesagt, auch nicht gelungen, dass es Sanktionen gibt gegen jene, die den Staat zerstören wollen. Das ist auch sehr viel Enttäuschung in der Bevölkerung darüber und das Vertrauen in die EU sinkt deswegen auch. Ich wollte Sie aber auch noch auf ein anderes Thema, also im Zusammenhang mit diesem, mit den Verhandlungen fragen. Und zwar, wie Sie das sehen. Also weshalb hat man eigentlich so einen großen Aufwand betrieben in den letzten Monaten, um die Wahlrechtsreform zu machen? Und sich nicht auf andere Themen, die in den 14 Prioritäten angeschnitten wurden, konzentriert. Bitte. Good afternoon. Thank you, Mrs. Wolfler. It is really a pleasure to be here with you today. It's high time to talk about Bosnia-Herzegovina, a
a very important country in the Western Balkans, a country which unfortunately the past few years has not advanced sufficiently on its EU path. And this has created, I think, a lot of concerns that we hear now, we have heard on the ground, and I think the High Representative already mentioned the daily concerns that he is facing when he talks to the people. I think it is really important and serious, and we need to see how we can together help the country advance on its EU path. We all know that we face a crisis now. Let me recall that the country had applied for EU membership back in 2016. And in 2019, 3 years later, the European Commission submitted its opinion. It was a very important moment because this gives a very clear direction, very concrete direction on the way ahead. It offers a comprehensive roadmap on the EU path of the country. And I believe that if the country takes this road convincingly, and we are here to support it, not only the European Commission, not only the EU institutions, but also member states, civil society from the EU, the High Representative, as we just heard, I think this will give really the response which is needed to the concerns that we face right now, concerns which have to do with the coherence and the stability in the country, but also in the whole region. It is also a response to the concerns of the people about a better future, about prosperity, about addressing the challenges that all the states in the world are facing right now with the green and the digital transition. Unfortunately, the current crisis stops Bosnia and Herzegovina from dealing with these issues and creates, I think, a lot of question marks as regards its future. In the past period, there have been a lot of discussions about Bosnia and Herzegovina being granted a candidate status. Let me stress our commitment to move forward on that when we see delivery on a critical mass of the reforms in view of addressing the 14 key priorities. Part of these key priorities are actually the issues which have been discussed recently and actually for the past few months on constitutional and electoral reforms. They are a significant chunks among the 14 key priorities. They have to do with the implementation of EU standards. They have to do with anti-discrimination, a very, very important civic principle, European principle, common principle that we have. And it is really a pity and a big disappointment that this reform, which has been under discussion, there was a comment earlier by Mrs. Hübercher that this discussion was in back rooms. I wouldn't go into that. I believe that they were very substantive discussions with the political leaders. Actually, all the political parties have been invited to these discussions. It was only facilitation from our side. But what I wanted to stress is that we have also worked with the Citizens Assembly, which presented actually very, very interesting proposals. So at the end of the day, we're talking about reforms which we can support the country to implement, to facilitate the decision, and then themselves to implement. But of course, the decision is... Ja, Herr Maragos, danke vielmals. Ich wollte genau auch zu diesem Punkt Sie fragen, wegen diesen Hinterzimmer-Deals. Also bei den Verhandlungen, es gab ja sehr viel Kritik daran, dass die Zivilgesellschaft nicht einbezogen wurde. Und ich finde, es wäre schon wichtig, wenn Sie darauf eingehen, wieso hat die EU dieses Verhandlungsformat gewählt, weshalb wurde die Zivilgesellschaft nicht einbezogen und wieso wurde niemals ein Vorschlag transparent auf den Tisch gelegt während all dieser Monate. Weshalb hat die EU diesen Weg gewählt? Weil es gab ja schon seit vielen Jahren ganz viel Kritik daran. Und die EU hat ja, es gehört auch zu den EU-Standards, die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. The EU integrates civil society in everything that we are doing, and I think this criticism is exaggerated. On the contrary, as I mentioned, our chief negotiator, Angelina Eichhorst, together with the American negotiators, held a very important meeting a couple of weeks ago with the Citizens Assembly, and actually we have welcomed very much the proposals of the Citizens Assembly.
At the end of the day, it is up to the authorities, up to the elected representatives of in the country of the various entities and at the state level to take this further. But from our side, the civil society plays a very important role, and this is precisely the way we are working right now. Before I go to the issue of the crisis in the functioning of the state... Ich wollte Sie, muss ich kurz noch einmal dazu unterbrechen, weil ich wollte auch noch den Hinweis geben, dass diese Bürgerversammlung, die geschaffen wurde, nicht in den parlamentarischen Prozess einbezogen wurde, was vielleicht auch vom Prozedere her dann dazu geführt hat, dass das ja eigentlich gar nicht auf die Verhandlungen eingewirkt hat. Aber der Herr Achmetowitsch möchte gerne was dazu sagen und ich möchte das sehr offen gestalten und möchte ihm deswegen auch kurz das Wort geben. Bitte, Herr Achmetowitsch. Eins, zwei, drei. Herr Maragos, erstmal schön, dass Sie auch dabei sind. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft auch uns gemeinsam auch austauschen können. Jetzt weiß ich in Zukunft, wer Referatsleiter ist in der EU-Kommission für den westlichen Balkan. Schön, dass Sie dabei sind. Würde aber gerne nochmal einen sehr, sehr kritischen Punkt hier anmerken. Wir übertragen das mal auf die Bundesrepublik Deutschland, auf unsere parlamentarische Arbeit. Und wir stehen ja auch vor einer Wahlrechtsreform in diesem Jahr, in dieser Periode, worum es darum gehen soll, wie viele Wahlkreise soll es geben, der Bundestag soll kleiner werden. Und stellen wir uns mal vor, wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wir Fraktionen sind nicht mit einbezogen dort. Das heißt, man trifft sich irgendwo in Bayern oder im schönen Niedersachsen, bei mir in meinem Bundesland, am liebsten irgendwo in der Lüneburger Heide, verschließt sich in einem Hotel oder irgendeinem Kongresssaal und verhandelt dort mit bestimmten Personen von politischen Parteien, nicht mal von Fraktionsvorsitzenden, sondern von politischen Parteien, dort die Repräsentantinnen und Repräsentanten, wir als Parlament, können nicht mal am Ende über dieses Gesetz abstimmen, in den Ausschüssen mitdiskutieren. Was wäre hier eigentlich los in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir genauso arbeiten würden, wie gerade die EU es tut? Und zweitens, was ich auch sehr fatal finde und worüber wir auch nochmal wirklich mit vielen, auch wirklich mit Nachdruck drüber reden müssen, auch vielleicht auch mit Konsequenzen. Es kann nicht sein, dass kein einziger Entwurf uns Parlamentariern bekannt ist. Wir sind gerade hier als Bundesrepublik Deutschland das größte Land, aber auch Frankreich oder Italien ist kein Entwurf bekannt. Nicht einmal dem Auswärtigen Amt ist ein Entwurf bekannt, sondern wir erfahren erst im Nachhinein davon, was eigentlich vorgelegt worden ist. Das heißt, dieser gesamte Prozess wird so intransparent geführt, wo es in der Demokratie eigentlich doch darum geht, dass man transparent gläsern ist und dass man beteiligt, politisch, Parlament, Exekutive, die EU-Familie und auch die Zivilgesellschaft. Und wenn ich mit der Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina spreche, ich kenne kein Beteiligungsformat. Wenn es eins gibt, dann würde ich gerne wissen, wann das war. Danke vielmals. Danke vielmals, Herr Achmetowitsch. Der Herr Mijatovic möchte kurz auch noch was sagen und dann lasse ich gerne den Herrn Maragos darauf antworten. Bitte. Ich hätte gerne die Politikwissenschaftlerin dazu gehört, weil sie ja letztlich vom Prozess einer verfassungsgebenden Versammlung am meisten von uns auch aus den Lehrbüchern kennt und dann entsprechend auch uns empfehlen kann. Ich sage nur einen Satz, ich halte das für überhaupt nicht übertrieben, was Sie gesagt haben, sondern im Gegenteil, das sind die Werte, über die wir in der Europäischen Union sehr deutlich und sehr klar uns auch verabreden müssen. Also ich komme aus der Stadt Kassel, da gibt es die Elisabeth Selbert, die hat sich eingesetzt für den Satz, Männer und Frauen sind gleich. Was glauben Sie, wie die gearbeitet hat in der verfassungsgebenden Versammlung? Und das ist der Stolz meiner Heimatstadt, aber auch der Stolz des Landes, an dieser Verfassung mitzuwirken. Und dass dann paternalistisch von außen jemand kommt und eine solche Verabredung irgendwo in einer Küstenstadt oder an anderer Stelle sozusagen vorlegt, das ist eigentlich nicht der Weg, für den wir in Europa in der Überzeugung stehen. Aber vielleicht kann die Kollegin das etwas genauer erläutern. Ich werde die Frau Ditali Bagulierowitsch gleich bitten, aber ich möchte jetzt dem Herrn Maragos die Gelegenheit geben, kurz darauf was zu sagen. This was it's now for me, Mrs. Wolf. Yes, no? Please. Yes. Okay, thanks a lot. Sorry, I didn't understand. Listen, it is not correct that we are going to have discussions in secret and we
neither that we have discussions in secret, nor that we are imposing anything here. It is absolutely clear what we are aiming at, and what we aim at is part of the opinion. So in this context, there is a framework, and it is up to the institutions to take the decisions. I think that there was a misunderstanding, and certainly there is a misunderstanding if anybody has given the impression that these discussions would not take place at any public level. On the contrary, we have advocated for that, and I believe that this is the only way these decisions can be taken. The role of the EU was only to facilitate, as we are doing in actually many countries, probably Daliborka, who is there from Montenegro, she remembers that we had similar efforts being made in the case of Montenegro when we had the opinion on with the key priorities. So there are reforms which absolutely agreed from my side that we have to see the institutions and the stakeholders on the side of the country to decide and to be brought to the parliament and to the representative institutions. The only aim of these discussions, which you know about, has been to help the various stakeholders to focus on this and to decide on their own. Now, there was another question, Mrs. Wolf, earlier, why we don't focus on the reforms, or why we allow certain neighboring countries to play a bigger role. I think that it's not precise that some countries play a particular role. I think the interest in particular of Russia is welcome, but on the other side, it is absolutely clear as well that we have the European standards and that we all have to focus on making sure that the European standards are implemented and declined, translated into the conditions of Bosnia and Herzegovina, taking into account the involvement of all the stakeholders. I wanted to make one word, to say one word about the crisis that we face with Republika Srpska, because it is very clear as well that we advocate the return of the political representatives of Republika Srpska entity to the state institutions in order to ensure the full functioning of these institutions. We have also put this as a condition for substantial EU investments in Republika Srpska, railway, motorway investments up to 600 million together with the loans on the corridor 5C. And we are ready to go ahead with these investments only when we see that there is an end in the political crisis, the return to the full functioning of the state institutions. And we see this also, if you like, as a demonstration and as a way forward when it comes to how the EU integration process, including the implementation of our investments, by the way, under a very important tool that we have, the Economic and Investment Plan for the Western Balkans, which is our response to issues which have to do with the prosperity, but also addressing the concerns of the green and the digital transition. Danke vielmals. Danke vielmals. Thank you. Danke vielmals für die Ausführungen. Also die EU bietet Geld an als Möglichkeit, um diese Krise zu bewältigen oder zu verändern. Das hat aber bislang nicht dazu geführt, dass diese Gesetze, die den Staat Bosnien-Herzegowina untergraben, ausgesetzt oder zurückgenommen werden. Ich möchte jetzt endlich Daliborka Uljarević das Wort geben. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das Ganze hat ja auch einen starken regionalen Aspekt. Die Unsicherheit, die in Bosnien zu spüren ist, geht über die Grenzen hinaus. Und das hat ja nicht nur mit der Ukraine und dem Russland zu tun, sondern auch mit Konzepten, die in der Region so herumlaufen. Wir seit Monaten etwa das Konzept der serbischen Welt. Das heißt, wieder die alte Idee eines Großserbiens, die auch, ich kann mich erinnern, vor 1,5 Jahren war es, glaube ich, in diesem sogenannten Janša-Papier wieder formuliert wurde. Ich wollte mal fragen, welche Auswirkungen hat die Bosnien-Krise auf
die Region, insbesondere auch auf Montenegro und diese Ideologien, die da mitgetragen werden, also insbesondere die Ideologie der serbischen Welt. Bitte, Daliborka. Thank you very much. And first of all, thank you. I'm very pleased to be here with all of the distinguished speakers, whom some of them I know from before, and to try to present also some of the views of my colleagues from the Western Balkan Six Strategy Group, which has been formed under the auspice of Heidegger Stiftung, and which has been supporting us to try to rethink the Balkan rebus from different perspectives, and maybe to offer some of the fresh views on the challenges that we are facing. It's interesting that we mentioned after almost an hour the word crisis. I think that Mr. Maragos has mentioned that reflecting on Bosnia today, but I think that it's not a crisis that we are facing now, neither in Bosnia, neither in the region. I think that the region is actually living in a crisis for decades, but unfortunately we see that both internal actors and international community failed to manage that crisis. So from time to time, we do have these peaks with the spillovers in the region, but in principle, we don't have systematic approaches and solutions. And I was very encouraged that this was also mentioned by Mr. Schmidt, because he's one of the first officials of that level that I heard actually underlining the importance of more systematic and strategic response. Otherwise, you have only these fires which you try to die ganze Zeit nur Feuerwehr und kümmern uns um aktuelle Krisenherde, aber ohne die Gesamtsituation dabei zu lösen. In diesem Sinne ist es richtig, ja, wir haben alle das Gefühl, dass wir hier miteinander verbunden sind, aber wir leben alle in schwierigen Situationen. Wir alle haben größere oder kleinere eingefrorene Konflikte, die ungünstigerweise auch immer noch auf, in Anführungsstrichen, fruchtbaren Boden fallen können. Und in den letzten Jahren haben wir die Stärkung der serbischen Struktur gesehen. Wir haben die russische Perspektive erwähnt und Sie haben jetzt das Konzept der serbischen Welt angesprochen, wie das vom serbischen Präsident propagiert wird. Aber das ist keine Neuheit. In der sowjetischen hegemonistischen Ansatz haben wir gesehen, dass das in verschiedenen Bereichen auch schon vorangetrieben wird. Wir müssen uns aber auch auf die Mechanismen konzentrieren, durch die diese mächtigen Einflüsse in den Mainstream gelangen. Hier spreche ich von politischen Strukturen. Einige von sind in Bosnien erkannt worden von Dodik. Das ist wichtig, dass hier das ins Licht gerückt wurde. Das hätte allerdings schon viel früher passieren müssen. Dann damit ist für vielen von uns aus der Zivilgesellschaft und den freidenkenden Politikern die Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren. Ich meine damit auch die Medien und den Einfluss der Medien und den Anstieg von Fehlinformationen und den Konsequenzen, die das hat. Und schließlich möchte ich auch noch auf die Verbindungen zwischen diesen ganzen Ländern hinweisen, was die Kirche ist, was auch eine sehr kräftige Umsetzerin dieser Politik ist. Das ist in Montenegro so gewesen. Wir haben das aber in den anderen Ländern auch beobachten können. Und
Es scheint mir auch interessant, dass nach einer Stunde wir tatsächlich jetzt die Bürger erwähnen. Wir sprechen sonst immer über Regionen als abstrakten Begriff, auf Länder. Wir beziehen uns auf die politischen Parteien und Agenzien oder Eliten. Ich möchte sie allerdings nicht als Eliten bezeichnen, weil das ein Negativbegriff ist. Aber die Bürger werden in gewisser Weise nicht nur vergessen, sondern vernachlässigt von den Politikern oder von denjenigen, die sie in eine hellere, bessere Zukunft führen sollten. In den meisten Ländern werden die Politiker gewählt, weil es keine bessere Wahl gab. Und ich denke, von Wahl zu Wahl höre ich mehr und mehr Menschen, die sagen, das war das kleinste Übel, was ich gewählt habe. Es gibt überhaupt keine Hoffnung, keine Begeisterung dafür, dass die neuen politischen Kräfte, die etwas anzubieten haben, wo wir keine Voreingenommenheit haben. Die Menschen sollten nicht gegen etwas stimmen, sondern für etwas und für das, wofür die Politiker stehen. Und ich denke, die internationale Gemeinschaft hat das komplett vergessen, denn es ist richtig, dass viele Offizielle mit der Bürgergesellschaft sprechen und mit der Zivilgesellschaft und das Input einsammeln, aber das Feintuning in der Politik ist dann nicht mehr das, reflektiert nicht mehr das, was die Zivilgesellschaft sagt. Und das sollte sich ändern. Ich glaube, vor einiger Zeit wurde der Input von den Politikern aufgegriffen. Und ich habe Herrn Maragov vor Jahren schon getroffen. Und das zeigt auch, wie lange wir schon beide von verschiedenen Seiten an diesem Prozess gearbeitet haben. In Montenegro ist es jetzt 10 Jahre her, dass wir Beitrittsverhandlungen eröffnet haben. Und ich glaube, das hätte alles interessanter und besser, erfolgreicher werden können, wenn die Zivilgesellschaft gleich mit ins Boot genommen worden wäre. Und das ist der Ansatz, den die Entscheidungsträger in den Ländern tragen müssen. Wir müssen zusehen, wie die Kritik aussieht. Einige der besten Entscheidungen, die getroffen sind, sind auf der Basis der Zivilgesellschaft getroffen worden. Aber man muss natürlich aufpassen, dass die politischen Strukturen funktionsfähig sind. Und ich hoffe deswegen, dass Deutschland und andere Mitgliedsländer der EU klarer sind, konsistenter sind in ihren Aussagen und Aktionen und ihrer Politik, insbesondere weil wir ganz oft schon gesehen haben, dass das nicht konsistent umgesetzt wird. Und wir weisen immer darauf hin, dass das notwendig ist. Und es gab in der New York Times eine Beschreibung der Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Lösung des Jugoslawien-Themas. Und Herr Schmidt hat schon richtig gesagt, dass das immer noch eine Last ist und das noch nicht zu einer Wende kommt. Dass die Reaktion war zu spät, zu langsam und zu unentschlossen und einfach nicht zielgerichtet. Und ich fürchte, aus dieser Lektion ist nichts gelernt worden. Und deswegen fürchte ich, dass es zu einem Krieg kommen kann. Es ist genauso gefährlich für die Region destabilisiert zu werden. Es ist genauso gefährlich, bedroht zu werden mit dem Krieg, mit dem Destabilisieren der Staatsstrukturen. Diejenigen, die das tun, sollen ganz klar sanktioniert werden. Und wir müssen hier einen Prozess haben, wo zunächst der politische Raum aufgebaut wird und dann alle anderen Ebenen, weil die gesamte Atmosphäre viel zu vergiftet ist. Alles wird polarisiert und
in dieser Situation, in der wir keine Funktion des Rechtsstaates haben, gibt es auch keinen Widerstand gegen die Einflüsse, die wir jetzt hier zwischen den Zeilen immer schon angesprochen haben und die schädigend sind. Und ich denke, dass viele Menschen in der Region verstehen, dass die russische Invasion in der Ukraine für immer die Grundlagen der internationalen Beziehungen geändert hat. Und wenn es was Gutes hat, wenn man das denn so sagen kann, bedeutet das metaphorisch, dass es jetzt den Fokus auf das gerichtet hat, was wir vergessen haben. Und das sind die Werte und die Wertesysteme. Und das ist etwas, was die EU niemals in ihren Benchmarks hatte. Das ist etwas, was wir als Region als Benchmark setzen sollte, um die Gesellschaft zu demokratisieren. Und was eher nur begleitet werden kann von den technischen Benchmarks aus der EU. Und ich möchte gerne sagen, damit schließen, dass die Region turbulent ist. Es gibt keine einheitlichen Antworten, nicht nur durch die Staaten, die Einzelstaaten. Wir müssen mehr Synergien mit den Prozessen innerhalb der Länder heben. Denn es ist schon erstaunlich zu sehen, wie diese ganzen rückwärtsgerichteten Kräfte organisiert sind und funktionieren. Die haben viel weniger Hindernisse, weder technische noch andere, um zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, nur dass sie eben nicht dem Allgemeinwohl dienen. Und das ist etwas, dem ein einheitlicher Ansatz von den progressiven Kräften entgegengesetzt werden sollte. Ja, wir haben die erste Runde auch jetzt geschafft. Der Herr Kaufmann ist schon zu uns gekommen und ich möchte auch die anderen einladen, falls jemand was sagen möchte, einen Kommentar abgeben konnte. Hier gibt es noch einen Sessel und möchte jetzt gleich den Herrn Kaufmann bitten, etwas zu sagen. Ja. Ja, ich bin Walter Kaufmann von der Böll-Stiftung, aber nicht im eigenen Namen da, sondern als Anwalt unserer Online-Teilnehmenden. Von denen gibt es nämlich über 140, die hier uns zugeschaltet sind, uns verfolgen. Und Herr Maragos, Sie haben gesagt, diese Behandlungsprozesse der EU laufen alle transparent und inklusiv. Ganz offensichtlich gibt es hier ein Perzeptionsproblem zumindest, weil auf Ihre Ausführungen hin, da kamen hier gleich mehrere Meldungen aus der Online-Teilnehmerinnenrunde, die sich alle auf die Frage der Transparenz dieses Prozesses bezogen. Wer nimmt daran teil? Was sind die Zielsetzungen? Jemand hat gesagt, wir als Zivilgesellschaft wussten weder was von den Inhalten der Verhandlungen, noch von den Ergebnissen, noch von den vorgelegten Plänen. Jemand schreibt, die EU-Gesandten, sehr deutlich formuliert, die EU-Gesandten Eichhorst und Vaheli agieren in exakt der zynischen Tradition ihres EU-Vorgängers Lord Owen während des Krieges. Sie verhandeln nur mit Nationalisten, dies wird im Chaos enden. Warum will die EU nicht sehen, dass es Kräfte in Zagreb und Belgrad gibt, deren Ziel ist, es ist, Milosevic und Tudjmans Kriegsziele zu vollenden? Und eine dritte Meldung, die ich alle in dem vorlesen will, die in demselben Zusammenhang steht wahrscheinlich. Wann werden wir die Menschen in Bosnien endlich als demokratiefähige Menschen betrachten? Wann können wir uns von der aufgesetzten falschen Vorstellung einer Stammesgesellschaft in Bosnien-Herzegowina verabschieden? Das sind die Reaktionen, die eingetroffen sind zu diesem Thema, also zum Zeitpunkt, als das Thema Wahlrechtsreform und Verhandlungen diskutiert worden ist. Und eine zweite Frage, die ich noch einbringen will, ist die, welche Medien, welche Zeitungen, Radio, Webseiten gibt es eigentlich, die in Bosnien-Herzegowina über die Hinterzimmer und Klüngel und Korruption und Strippenzieher klar berichten? Das ist vielleicht auch eine Informationsfrage fürs Publikum, die beantwortet werden sollte. Danke vielmals, Herr Kaufmann. Ich glaube, die erste Frage können wir gleich an den Herrn Maragos oder das Statement, vielleicht wollen Sie noch was dazu sagen. Es gab auch inhaltlich vielleicht noch, um das zu präzisieren, bei der Verfassungsänderung die Kritik,
dass es ja einige Dinge gibt bei diesen 14 Prioritäten, die die EU formuliert hat, die Verfassungsänderungen benötigen. In etwa wäre das, dass es eine Verfassungsänderung brauchen würde, um den Verfassungsgerichtshof dazu zu bringen, dass er in kürzerer Zeit als bisher mit einer gewissen Fristsetzung nämlich Fragen beantwortet, was auch wiederum zu mehr Rechtssicherheit führen würde und dieses Chaos, das wir jetzt haben, vielleicht ändern können. Warum hat man nicht über das zum Beispiel diskutiert? Oder aber auch über die sogenannte europäische Klausel, die nämlich besagt, dass nur ein Staat Subjekt des EU-Rechts sein kann und nicht Teile des Staates, wie das jetzt in, warum hat man das nicht weiter aufgemacht? Bitte, Herr Maragos. Thank you very much for the questions from the public. I think ja, vielen Dank für die Fragen von der Online-Community. Das sind legitime Fragen und die Volksversammlung, die Civic Assembly, die von der EU gegründet und finanziert wird, hat sich genau darum gekümmert. Nun, die Diskussionen, die geführt wurden, da gibt es wahrscheinlich ein Missverständnis, aber ich wiederhole es, diese Diskussionen sollten kein Ersatz für transparente Diskussionen innerhalb der staatlichen Institutionen ersetzen. Das sollte einfach nur ein Anfangspunkt sein, damit solche Diskussionen geführt werden können. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Hauptprinzipien zum Beispiel der Funktionalität des Staates und andere wirklich entschieden werden können, angewendet werden können, damit man auf dem Pfad hin zur EU weitermachen kann. Aber diese Meilensteine sind essentiell und bei der Priorisierung ist es eine Frage der Startpunkte. Und wir sind da gerne zur Diskussion bereit, auch mit der Zivilgesellschaft zu diskutieren, wie es weitergehen kann, wie Bosnien-Herzegowina ein funktionierender Staat werden kann, Rechtsstaatlichkeit regiert und wie es seinen Platz in Europa finden kann. Wir arbeiten mit allen Vertretern zusammen. Wir arbeiten hauptsächlich mit staatlichen Institutionen zusammen. Aber wie Ihnen allen bekannt ist und Sie, gerade die Sie Sarajevo kennen, bei bestimmten Fragen müssen wir einfach auch auf anderen Ebenen diskutieren, weil es Themen sind, die den Alltag der Bürger ganz besonders betreffen, zum Beispiel Energie. Energie ist nicht die Kompetenz des Staates, aber das muss auch mit den Einheiten und Kantonen vielleicht diskutiert werden kann. Ja. Und manchmal ist es auf kantonaler Ebene und manchmal auch anderswo. Thank you. Ich möchte jetzt weiter an den Herrn Beharic die zweite Frage geben zu den Medien und ich glaube, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Bitte. Ja, also, als ich Herrn Maragos höre oder die EU-Vertreter in Bosnien, immer wieder erinnere ich mich an James Baldwin, der so berühmt gesagt hat, ich habe kein Vertrauen an, was du sagst oder an, was sie sagen, weil ich sehe, was sie machen. Und immer wieder das, dass die EU die Zivilgesellschaft nicht einbindet, das ist gar nichts Neues. Das haben wir seit Jahren gesehen. Und wir haben gesehen, dass sich die EU mittlerweile wie die bosnischen Institutionen so anstellt. Weil für uns aus der Zivilgesellschaft, es ist viel leichter als zum Beispiel an die EU-Abgeordnete oder an die Mitglieder von dem Deutschen Bundestag am Rand zu kommen, als an irgendeinem kantonalen Minister oder als irgendeinem Mitglied der bosnischen Parlament. Und das sollte nicht so sein. Weil die sind die Leute, die wir da gewählt haben. Für mich ist es nicht so klar, wieso immer wieder sprechen wir über den Wahlgesetz, aber wir haben nicht so viel über, Herr Maragos hat Sedic Finci Case genannt, aber da gibt es auch noch drei oder vier, auch Zornic Fall. Sie ist nur ein Citizen. Sie ist eine Bosnierin. Also kann man das, könnt ihr das fassen? Wenn man ein Bosnier ist oder eine Bosnierin, dann kann man gar nicht
die Präsident oder Präsidentin von Staat sein. Das sollten die Dinge sein, ein Fokus von der EU, und die EU sollte sich nicht wie die bosnische Politiker, die nationalistische bosnische Politiker benehmen und die Zivilgesellschaft und auch die liberale sozialdemokratische Parteien rausschmeißen aus so einem Prozess, die auch uns gar nicht so bekannt ist. Danke vielmals. Und vielleicht noch kurz zu den Medien. Da war die Frage von Herrn Kaufmann, welche Medien darüber berichten? Naja, also in Bosnien-Herzegowina haben wir die Medien, die stark unter dem Einfluss von politischen Faktoren sind, vor allem in Republika Srpska, da gibt es gar keine Vielfalt, da gibt es Dodiks-Medien, so wie die Schulen. In Föderation haben wir teilweise zwei Schulen unter einem... Aber wird darüber berichtet, über diese Prozesse? Naja, gerne, aber die Medien wissen auch nicht, was es hinter den Kulissen treibt. Also die Journalisten haben auch Angelina Eichhorst vor zwei Wochen gefragt, also was ist es? Und sie hat beantwortet: Ich würde mich jetzt nicht so darüber fokussieren, weil die Bürger und Bürgerinnen von Bosnien-Herzegowina wissen genau, wovon wir hier sprechen. Wir wissen das nicht. Okay, danke vielmals. In dieser Runde möchte ich jetzt begrüßen die Marion Kraske, ehemalige Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo, und den Tobias Flessenkämper. Bitte, Marion. Ja, danke schön. Ich würde ganz gerne zwei Aspekte aufgreifen. Auch das, was Samir gerade gesagt hat. Wir hatten letzte Woche ein interessantes Panel für drei Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg. Und zu Gast war unter anderem die wohl bekannteste und vielleicht auch wichtigste Bürgerin Bosniens, Azra Sornic, die nämlich in Straßburg geklagt hat und die mir eigentlich auch dieses auf den Weg gegeben hat. Sie ist in all den Jahren nicht eingebunden worden in die Prozesse, weder Sejdic noch Finci, weder Herr Pilav noch die beiden anderen, Herr Schlacker, und es gibt noch einen weiteren Fall. Ich glaube, das ist ernst zu nehmen, weil das alarmierend zeigt, dass sozusagen Brüssel eigentlich die eigenen Urteile vor dem Straßburger Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht ernst nimmt und vielleicht so ein bisschen diese Personen mal nennt als Feigenblatt, sie aber de facto in diese Prozesse nicht einbindet. Azra Sornic hat vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen einen offenen Brief geschrieben und hat gesagt, dass sie das nicht für legitim erachtet, wie Frau Eichhorst und wie da überhaupt verhandelt wird. Es gab intransparente Gespräche in einem Hotel in Neum und sie ist nicht eingebunden. Also ich glaube, das muss man einfach mal als Faktum entgegennehmen. Dann ein weiterer Punkt, den ich eigentlich für wichtig erachte. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir uns nur auf Herrn Dodik fokussieren. Das ist auch das, was ich hier nochmal in die Runde geben möchte, auch Ihnen, Herrn Schmidt. Es gibt eine Allianz von Nationalisten innerhalb von Bosnien und dazu gehört auch insbesondere Herr Čović. Dieses Projekt Herzeg-Bosna aus dem Krieg, also der Versuch, wir haben es vorhin gehört, von Tudjman ein Großkroatien zu kreieren in Kooperation mit Milosevic, dieses unsägliche und leider folgenreiche Treffen in Karadžorđevo, das dazu geführt hat, dass versucht wurde, Bosnien aufzuteilen. Diese historische Geschichte wird in der Debatte über das, was gerade auch verhandelt wird mit der HDZ und mit Herrn Čović, wird überhaupt nicht reflektiert und es wird nicht zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, das ist ein riesenstrategischer Fehler seitens Brüssels. Meine Frage konkret an Herrn Maragos wäre, wie beurteilen Sie die Rolle Kroatiens? Herr Milanović hat in letzter Zeit mehrfach den Genozid von Srebrenica verharmlost. Er ist, glaube ich, gestern nach Sarajevo gereist und hat die HVO, also jene Armee, gewürdigt, die in schwerste Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung beteiligt war, insbesondere in Ahmići. Und ich möchte einfach nur noch eine Sache in Erinnerung rufen. Herr Radmann hat mehrfach, das existiert leider kaum in der deutschen Presse, also der Außenminister Kroatiens, dazu aufgerufen, dass Kroatien alles tun wird, um das Bürgerprinzip in Bosnien zu verhindern. Einen Tag bevor unsere Außenministerin Frau Baerbock nach Moskau gereist ist und Herrn Lavrov getroffen hat, hat auch Herr Radmann eine Reise angetreten nach Moskau, hat Herrn Lavrov getroffen und am nächsten Tag kam postwendend die Botschaft von Herrn Lavrov, dass sie dezidiert die Debatte um das Wahlgesetz, wir wissen alle, es geht nicht um eine Diskriminierung der Kroaten, die gibt es nämlich nicht, die sind überrepräsentiert, aber dass Moskau dezidiert die Haltung Kroatiens stützt
Und da sehen wir gerade diese Achse Zagreb, Čović, Dodik, Belgrad und Moskau. Also meine Frage, wie bewerten Sie die Rolle? Danke vielmals, Marion. Ich möchte zunächst bitten, den Herrn Schmidt etwas dazu zu sagen. Vielleicht kann er auch zur Rolle Zagreb was sagen oder zur Rolle Kroatiens beziehungsweise der Rolle der HDZ, weil er sich vorhin schon zu Wort gemeldet hat. Und dann würde ich den Herrn Marokos bitten. Bitte, Herr Schmidt. Vielen Dank. Sie gestatten, dass wir dürfen uns auch nicht ganz davontragen lassen. Es gibt viel Ungerechtigkeit und Schwierigkeiten und über jeden und über manche sind viele Sachen zu sagen. Deswegen kann ich ja nur unterstreichen. Ich halte Herrn Dodik, der eine besondere Freundschaft zu mir entwickelt hat, nicht als eine singuläre Erscheinung, allerdings ein besonders prominentes Symptom der Struktur, die wir nicht akzeptieren sollten, dass der Begriff Zivilgesellschaft, ich glaube, das ist das einzige Land auf der Welt, vielleicht mit der Ausnahme von Nordkorea oder was weiß ich, in Bosnien-Herzegowina als von manchen als quasi Schimpfwort verwendet wird. Das kann nicht sein. Wir haben unterschiedliche ethnische Zusammensetzungen, die müssen wir ein Stück mit beantworten. Wer glaubt, dass er das gar nicht tun kann, dem hilft dann doch ein Blick in die Geschichte in Bosnien-Herzegowina und in der ehemaligen Jugoslawien. Aber um das klar zu sagen, ich bin auch für Transparenz. Ich muss die EU da aber ein Stück auch verteidigen, weil sie durchaus wie der Zivilgesellschaft jetzt in diesem Thema Wahlrecht, weiß ich es nicht, aber in anderen Dingen schon sehr viel stärker herangeht. Ich glaube, dieses Machtkartell, das da angesprochen worden ist, das darf durch das Wahlrecht nicht verstärkt werden. Ich muss vor allem einen Punkt sagen, wir müssen aber auch die Dinge Sejdić-Finci und so weiter da endlich mit beantwortet haben und umgesetzt haben. Mein Ziel ist und meine Vorstellung, dass wir im Ergebnis, wenn die Verfassung so da und dort nicht gefällt, dann sollte man einen Verfassungsdialog, eine Verfassungsdynamik entwickeln, die von der Zivilgesellschaft kommt. Da spielen übrigens die Religionsgemeinschaften, können eine gute und wichtige Rolle spielen, NGOs, weil das, was wir aus Dayton haben, ist eine Verfassung, die ist gut durchdacht und hat vielleicht manchmal zu viel Checks and Balances, die heute nur noch als Blockadeinstrument verwendet werden. Aber am Beispiel dieses Wahlrechts sieht man auch, je stärker die internationale Gemeinschaft sozusagen an dieser Verfassung dann allein herumfeilt. Ich glaube, der Weg auch für die Zivilgesellschaft, Selbstbewusstsein entwickeln zu können, wäre, jetzt einen Verfassungsdialog in den Weg zu setzen. Ich darf Ihnen verraten, dass ich mit diesem Gedanken von vielen wohlmeinenden Internationalisten und Internationalen in Bosnien-Herzegowina und Sarajevo eher kritisch betrachtet werde. Ich sage, macht das nicht, wir machen das irgendwie so weiter. Aber ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, verbunden, Frau Wölfel, wenn Sie mir den einen Satz noch gestatten, ein Buchhinweis. Ich habe jetzt gelesen, Slavko Goldstein 1941, das Jahr, das nicht vergeht. Das sehr viel zu tun hat, auch Jasenovac und anderen, mit den Ermordungen vor allem von Serben, Juden und anderen in dieser Zeit. Ich denke, wir müssen auch über solche Fragen sozusagen des Gefühls selbst immer selbst benachteiligt zu sein, bei eigentlich allen Ethnien mit dem Blick behalten. Aber dieser Dialog kommt auch nicht zustande, weil die Bürgergesellschaft sich zu wenig in diese Dinge einbringen kann. Deswegen in dem Falle tatsächlich ein klares Plädoyer dafür, dass wir die Verfassungsthematik tatsächlich nicht in Hinterzimmern machen, sondern dass die in einen breiten Dialog in der Gesellschaft kommt. Ja, danke vielmals. Herr Schmidt, ich möchte dem Herrn Maragos das Wort geben zu der Frage, die Frau Kraske formuliert hat. Also was ist da eigentlich jetzt die Rolle Kroatiens? Kroatien hat ja eine Sonderposition, das ist in der EU und kann in der EU, auch in den EU-Institutionen lobbyieren für die Anliegen von der Schwesterpartei in Bosnien-Herzegowina. Ist das der Grund, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist in den letzten Monaten? Ich
Vielen Dank. Bevor ich darauf komme, möchte ich auf den Punkt der Antidiskriminierung eingehen. Ich möchte ganz klarstellen, wie auch der hohe Repräsentant gesagt hat, dass es für uns eine Schlüsselpriorität ist, dass es keine Diskriminierung für irgendeinen auf irgendeiner Ebene gibt in Bosnien-Herzegowina. Das ist unsere höchste Priorität. Das muss natürlich institutionalisiert und umgesetzt werden von den Behörden, aber für uns ist es ganz klar und auch wichtig. Das ist ganz klar die Meinung, die wir hier vertreten. Der zweite Punkt ist die Zivilgesellschaft, auf die ich eingehen möchte. Eine der Schlüsselprioritäten ist natürlich auch die Umgebung der Zivilgesellschaft zu beachten. Und ich muss sagen, dass es ganz klar, ganz transparent, ganz offen war, wenn es um bestimmte Bewegungen gibt, die wir in der Republika Srpska gesehen haben, die von einigen Erfahrungen oder Experimenten aus anderen Ländern inspiriert worden sind zur Einführung der ausländischen Agenten. Das ist etwas, was wir komplett zurückweisen. Wir denken, dass das Parlament wichtig ist für das Land, um nach vorne zu kommen. Und nur auf diese Art und Weise kann das Land seine Stellung finden. Wenn es um Kroatien geht, ich kann Sie leider nicht sehen. Und bitte. Die Kroatien-Frage vielleicht, bitte. Zum Thema Kroatien ist es, glaube ich, ganz klar, dass es hier Partikularinteressen gibt in Bosnien-Herzegowina. Unsere Rolle ist es, sicherzustellen, dass wir alle zusammenarbeiten in der EU und dass die Länder hier gemeinsam vorangehen auf der gemeinsamen Vereinbarung und auf den europäischen Standards der Nicht-Diskriminierung. Und sicherzustellen, dass es eine glatte, saubere Entwicklung gibt in den Ländern und alle Menschen, aber eben auch eine Einbeziehung der Verfassung gibt. Und das ist etwas, was wir natürlich auch voll respektieren. Neben mir hat jetzt Sabina Tudic Platz genommen von der Naša Stranka in Bosnien-Herzegowina. Sie will ganz kurz dazu Stellung nehmen. Bitte, Frau Tudic. Ja, ich versuche immer geduldig abzuwarten, bis ich dran bin, was im nächsten Panel der Fall ist. Und um das hier nochmal klarzumachen, die Fehlinformation ist wichtig. Ich muss klarstellen, dass die Einbeziehung der Zivilgesellschaft erst stattgefunden hat, nachdem die Entscheidung gefallen. Das war insbesondere heuchlerisch, hier auf EU-Ebene ein Projekt nach vorne zu bringen, das 98% ideal ist, mit dem Vorschlag von Rasna Stranka, das direkt abgelehnt worden ist und das noch nicht mal verhandelbar war. Und das ist von der Versammlung der Zivilgesellschaft dargestellt. Der Punkt, dass das hier im Zentrum der Verhandlung steht, stimmt einfach nicht. Und das ist aus der Wiener Kommission hervorgegangen, die gesagt hat, dass es eine vorübergehende Lösung für das Wahlgesetz ist, mit als Antwort auf die Besonderheiten des politischen Systems in Bosnien-Herzegowina. Also, Herr Finci hat diesen Vorschlag abgelehnt. Er hat gesagt, das, was hier auf dem Tisch liegt, ist für uns unannehmbar. Wir brauchen noch ein Wahljahr unter alten Regeln, weil die Regeln, die hier auf dem Tisch liegen, schlimmer sind als das, was jetzt. Also, die sind nicht im Epizentrum. Und ich weiß, wie verrückt, wie ärgerlich die amerikanischen Verhandler waren zu diesen Kommentaren. Und wir müssen hier ganz klarstellen, wer steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es hier um die Verhandlungen geht. Herr Trovic, der spezifisch eingeladen wurde nach Brüssel vor 10 Tagen, und jedes Protokoll übertreten hat. Er hätte gar nicht die EU-Parlament, das
ansprechen sollen. Tut mir leid, das musste ich jetzt einfach nochmal klarstellen. Ich möchte jetzt noch kurz eine Intervention von Tobias Flessenkämper, dem Chef der Europaratsdelegation in Belgrad, zulassen, bevor wir dann zum Ende kommen müssen. Bitte, Tobias. Ich weiß nicht, ob das jetzt doch funktioniert. Ich komme aber hier in anderer Funktion, mit einem ganz anderen Hut, nämlich als Teil der Südosteuropa-Gesellschaft. Vielen Dank, Manuel, dass du das hier organisierst, aber auch als Beirat für Europa und Transatlantik der Stiftung, wo wir heute zu Gast sind. Und drittens vielleicht als Autor eines oder Herausgeber und Autor eines Buches, Das politische System Bosnien-Herzegowina, das ich zusammen mit Nicola Moll vor einigen Jahren herausgegeben habe. Drei kurze Punkte, die natürlich alle in sich wieder einiges in sich haben. Das erste ist, glaube ich, Bosnien-Herzegowina, 30 Jahre nach dem Kriegsbeginn. Es ist ein internationalisiertes Land und das ist kein Nachteil. Das ist ein Vorteil. Wir sind ja im europäischen Kontext. Und Internationalisierung würde vielen Ländern gut tun, vielleicht auch dem Land, in dem wir hier sind. Und es hat ja auch selber, die Bundesrepublik Deutschland, sehr viel profitiert von Internationalisierung im letzten Jahrhundert und auch jetzt. Und dann muss Internationalisierung natürlich, um glaubwürdig zu sein, Werte und Mehrwert schaffen. Und ich finde, ein gutes Beispiel jüngsten Mehrwerts für Internationalisierung ist die Entscheidung des Hohen Repräsentanten Valentin Inzko, das Strafgesetzbuch von Bosnien-Herzegowina im Sinne des allgemeingültigen Völkerrechts, der Rechtsprechung zur Hassrede, aber auch im Sinne des Artikels 10.2 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu ergänzen. Denn genau da entsteht der Mehrwert. Die Leute, die den Friedensvertrag umsetzen sollten, alleine sind dazu nicht in der Lage. Also kommt der Mehrwert durch Herrn Inzko und ihm gebührt dafür großer Respekt und großer Lob. Und den sollten wir auch als Europäer uns anschließen, zu jedem Zeitpunkt. Und da sind wir schon bei der zweiten Konsideration, die ich gerne teilen möchte. Das ist der Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist natürlich, was in den Verträgen ist. Und Gott sei Dank hat die Europäische Union verschiedene Verträge mit Bosnien-Herzegowina abgeschlossen, vor allem das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, aber auch den Vertrag über die Europäische Energiegemeinschaft und viele andere Dinge. Und ich glaube, dass die Bürger wirklich ein Recht darauf haben, dass diese Dinge umgesetzt werden. Gehen wir einfach mal rein in die Verträge. Artikel 10.2 des Stabilisierungsabkommens, politischer Dialog, schrittweise Annäherung an die europäische Außenpolitik. Das ist leider nicht geschehen. Das ist deshalb nicht geschehen, weil im Parlament keine Mehrheiten gefunden werden. Und da muss man, glaube ich, auch noch mal klar sagen, wer verhindert, dass es um Angleichung an die europäische Außenpolitik kommt. Oder auch der ganze Bereich Umwelt, Luft, Wasser, Boden. Dort sind Normen zu erfüllen. Sie werden nicht erfüllt im Rahmen der Europäischen Energiegemeinschaft seit einiger Zeit. Und das schwächt den Glauben in das Recht. Und das Dritte ist Verfassungskreativität. Ich kann nichts dazu sagen, was transparent oder was nicht transparent ist, aber wir wissen, dass die Verfassung von Bosnien-Herzegowina erfolgreich im Parlament von Bosnien-Herzegowina von beiden Häusern 2009 geändert worden ist. Es ist also überhaupt nicht unmöglich, das zu tun. Ganz im Gegenteil, in der internationalen Verfassungswirklichkeit ist die Änderung der Verfassung von Bosnien-Herzegowina eine einfache Änderung. Es braucht 2/3 in beiden Häusern des Parlaments, das ist alles. Dieses Jahr wurde die Verfassung von Serbien geändert, zum ersten Mal seit 2006, also viel, viel später als zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina. Der Prozess dahin, kann ich Ihnen sagen, war hochkompliziert, einschließlich eines Referendums und einer weiteren Mehrheit im Parlament von Serbien danach. Und wenn wir also das vor uns sehen, müssen wir das Parlament stärken. Deshalb bin ich der Abgeordneten Šudić, die weiß ich aus einem Entitätsparlament ist, dankbar, dass sie hier spricht. Und auch vor allem dann gute Ideen entwickeln. Und hier würde ich mal ein paar Ideen geben. Wer sagt denn, dass wir nur Mehrheitsabstimmungen brauchen? In der Republik Irland haben wir genau, um Konflikte zu verhindern, die sogenannten Single Transferable Votes, also die übertragbare Einzelstimme, die genau zu harmonischen Ergebnissen führt. Nämlich nicht Ja- oder Nein-Entscheidungen zwingt, die Leute abzugeben, sondern abgewägte Entscheidungen zu machen. Und das Zweite ist natürlich auch bei Verfassungskreativität. Angelina Eichhorst hat freundlicherweise darüber gesprochen und richtigerweise, dass man diese Ethnic Prefixes abschaffen sollte. Das ist sehr gut. Nur wenn man dann nicht die Ethnic Prefixes bei allen Verfassungs-
Verfassungselementen abschafft, dann hat man ein Problem. Denn wer dann aus einem Verfassungselement gewählt würde, das einen Ethnic Prefix trägt und dort mit Mehrheitsabstimmung gewählt wird, trägt diesen Ethnic Prefix dann weiter mit. Und der letzte Punkt dazu ist dann, wie kommen wir nach vorne? Da bin ich vollkommen bei Boris Mijatovic. Und da müssen wir auch daran denken, dass wir eine Rolle spielen als internationale Gemeinschaft zusammen mit den bosnischen Bürgerinnen und Bürgern und Politikern und Politikerinnen. Und da geht es um die gemeinsame Aufarbeitung auch der Geschichte des Jahres 1991, 92, 93, 94. Die Öffnung der Archive der Europäischen Union nächstes Jahr, vor allem für die entscheidenden Verhandlungen von Lord Owen und José Cutillero, eröffnen da große Chancen, einen gemeinsamen Dialog herzustellen darüber, was zu tun ist. Danke. Danke vielmals, Tobias, für diese inspirierenden Beiträge. Ich möchte am Ende Daliborka Ulerevic und den Herrn Mijatovic noch kurz zu Wort kommen lassen. Daliborka, Bosnien-Herzegowina ist destabilisiert, aber diese Destabilisierung ist in der gesamten Region zu spüren. Es gibt diese Kräfte, die sehr stark mit Wladimir Putin zusammenarbeiten, möglicherweise sogar von ihm auch dirigiert werden oder von anderen Leuten im Kreml. Wie soll die EU, wie soll Deutschland jetzt als stärkstes Land innerhalb der EU darauf reagieren? Du hast vorher gemeint, es ist ganz wichtig, klar zu sein, Grenzen zu setzen und auch also sozusagen dann Verantwortung zu übernehmen und konsequent zu handeln. Bitte, wenn du noch sagen könntest, was findest du ist besonders wichtig in der derzeitigen Situation? Ist es etwa wichtig, dass man über einen NATO-Beitritt von Bosnien-Herzegowina und vom Kosovo nachdenkt, um die Lage in der Region zu stabilisieren wieder? Ich glaube nicht, dass diese Fragen sich ausschließen. Ich glaube, diese Prozesse laufen parallel. Und ich denke, die euroatlantische Integration, die auch Bosnien und Kosovo als Teil der EU sehen sollten, parallel laufen in Bezug auf die Reformen und die Konsolidierung und so weiter. Aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass der Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten ganz klar sein sollten, wenn es darum geht, das Wertesystem anzugucken. Das ist der Kern. Und es ist in den vorangegangenen Zeiten völlig vergessen worden. Und deswegen haben wir jetzt diese politischen Strukturen, die wir haben. Und noch gefährlicher, wir haben Generationen um Generationen junger Menschen, die rechtsextrem sind, in dem Sinne, dass sie nationalistisch werden, dass sie ethnozentrisch werden und dass sie sogar radikal und extrem werden. Und das ist etwas, was wir vor 10 Jahren oder so in der Region noch nicht gesehen haben. Jetzt bekommen die Sitze in den Parlamenten und sie werden mehr und mehr Einfluss gewinnen. Und deswegen ist es wichtig, dass Deutschland ganz klar ist, welche Regierung, welche Kräfte haben hier die Unterstützung, unabhängig von der Position, die sie einnehmen. Nach so vielen Jahren habe ich immer noch Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass es eine Erklärung ist, dass die EU oder Deutschland mit den offiziellen Stellen reden müssen. Natürlich müssen sie das tun, aber selbst wenn sie das tun, gibt es immer noch Möglichkeiten, Botschaften zu senden, ob dessen, was sie in einem Land tun. Wir haben uns Jahre in dieser Situation gefühlt, dass wir immer gesehen haben, dass wir haben die Bilder gesehen, der offiziellen Treffen und die Aussagen, die Statement, die aus dem Kabinett kamen, und das war immer sehr eng alles. Und das zeigt den Menschen etwas. Hier ist die einzige Wahl. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Botschaft aus Deutschland und aus der EU kommt, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, dass die vorhandenen Strukturen nicht die einzige Wahl sind. Und das klingt vielleicht etwas nach etwas Kleinerem, aber es ist wichtig, wenn die offiziellen Personen das Land besuchen,
ist es auch wichtig, dass sie sich mit einfachen Menschen treffen, nicht nur um zu hören, was sie sagen, sondern auch um klarzumachen, wir haben viele Sourcen, wir sprechen mit vielen Parteien und nicht nur mit denen, die aktuell an der Macht sind. Das ist sehr wichtig, insbesondere weil die aktuellen politischen Strukturen bis zu einem großen Ausmaß überholt sind. Die hätten schon längst geklärt sein müssen und das ist aber in der Vergangenheit nicht passiert und deswegen sollten diese Felder angegangen werden. Insbesondere haben wir ein Kapitel zu den Kriegsverbrechen, aber sehr, sehr selten werden die Projekte in dieser Hinsicht unterstützt in den Ländern oder auch die akademischen Diskussionen, die dieses Erbe ansprechen wollen. Ja, ein Schlusswort bitte vom Herrn Mijatović. Es gibt sehr viel deutsches Engagement, so viel, es gab schon immer sehr viel deutsches, aber jetzt ist es gerade sehr groß für den Balkan, insbesondere für Bosnien-Herzegowina. Es gibt einen Westbalkan-Beauftragten, Herrn Sarrazin. Es gibt, der Herr Schmidt ist bei uns in Sarajevo. Und es gibt auch die Aussicht, dass jetzt auch Deutsche zu den EUFOR-Soldaten nach Bosnien-Herzegowina kommen. Das sind alles gute und wichtige Symbole. Aber welche Strategie, was muss gemacht werden? Wo sehen Sie das Wichtigste, was politisch erreicht werden muss, um das Ganze zu stabilisieren? Die Dalai Borger hat gerade gemeint, Schluss mit Beschwichtigen, ganz klare Messages und auch Konsequenzen. Bitte, ein Schlusswort. Da hat die Kollegin absolut recht, weil unsere Glaubwürdigkeit ja irgendwo auf dem Spiel steht. Also Christian Schmidt und ich sind nicht in allen politischen Fragen einer Meinung, gerade wenn es um Landwirtschaft geht, aber das ist jetzt eine Anekdote. Tatsächlich müssen wir die Position, die er innehat und die er vor diesem Regierungswechsel in Deutschland schon innehatte, stärken. Es kann nicht sein, dass die internationale Gemeinschaft einen Beauftragten bestellt und dann den Report nicht anhört. Da müssen wir auch international uns stark machen, dass dieses Amt von uns eingesetzt wurde als internationale Gemeinschaft, Peace Implementation Council. Sie kennen das alle. Da steht unsere Glaube in der ganzen Region auf dem Spiel. Und wenn wir dann vorhin über Krisen gesprochen haben, reden wir natürlich auch über Korruption. Das heißt, wir müssen natürlich auch adressieren, was im Staat passiert. Und ich bin sehr froh, dass es im Parlament Initiativen gibt, die Korruption dann auch beim Namen zu nennen und zu bekämpfen. Und ganz klar, weil Sie das vorhin gesagt haben, es sind nicht nur die Energiefragen. Es ist auch China, das sehr stark in der Region aktiv ist. Albin Kurti hatte ich jetzt irgendwo eine Schlagzeile gesehen. Belgrad mag europäisches Geld, russische Waffen und chinesische Arbeiter. So, ich verkürze das jetzt mal aus dem Gedächtnis. Von daher müssen wir schon auch sehr stark schauen, wie viele Interessen auf dem Balkan unterwegs sind und wie viel das eigentlich mit unseren Werten macht, wenn wir dort versuchen, Wahlrecht zu beeinflussen. Ich sage es so provokativ, damit wir dann vielleicht später auch noch darüber reden können. Vielleicht noch ein Punkt zum Schluss. Ich glaube, für die Leute ist das Wichtigste, dass sie für sich ein Leben in Sicherheit und Frieden haben. Und wenn ich jetzt mal aus grüner Brille sagen darf, was die Leute vor allen Dingen nicht haben, ist Geld. Und je teuer Energie wird, desto schwieriger wird das Leben, desto schwieriger wird es zu heizen, desto schwieriger wird es auch Erträge von der Landwirtschaft oder von der Arbeit erreichen zu können. Und hier müssen wir uns überlegen, wie wir dann auch vielleicht mit Mikrokrediten für Dämmung, für irgendwas, die Leute dabei ganz praktisch einzeln unterstützen können, dass sie Energie sparen können. Vielleicht das sozusagen als Perspektive. Vielleicht noch einen Punkt. Es ist ja nicht nur also der Kriegsausbruch der Aggression in der Ukraine. Es war ja schon im November Annalena Baerbock, die diese Region zu den Top 3 Prioritäten ihrer Amtszeit als Außenministerin erklärt hat. Und das, finde ich, ist etwas, wo wir zusammenarbeiten müssen, gerade auch mit der Europäischen Union, viel stärker noch arbeiten müssen. Ich habe das vorhin gesagt mit Elisabeth Selbert. Wenn wir nicht die Möglichkeit für neue Elisabeth Selberts zulassen, dann verbauen wir uns auch Chancen und gerade auch in Bosnien-Herzegowina. In diesem Sinne würde ich an uns alle appellieren, da dann auch ein Stückchen weiter wieder Vertrauen zu haben zu den Ideen, die vielleicht von den Leuten kommen. Danke vielmals für diese Schlussworte. Ja, Herr Schmidt, Sie haben gehört, es gibt Unterstützung, Rückendeckung für Sie. Ja, ich möchte mich ganz herzlich... ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben und dabei waren und auch so
aufgezeigt haben, was Sie in Zukunft machen wollen würden. Danke vielmals auch, Herr Maragos, für diese Diskussion mit Ihnen und die Offenheit, mit der wir die geführt haben. Danke vielmals, Boris Mijatovic, für den Beitrag, Daliborg, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank für diese regionale Perspektive. Danke vielmals, Herr Beric, für die Beiträge. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, auch für dieses Format und Ihre Beteiligung. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Nachmittag. Ich glaube, es gibt eine Pause, bevor es weitergeht zum nächsten Panel. Danke vielmals. Thank you.